Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Zeit für den Kölner Treff mit einer, das kann ich jetzt schon sagen, ganz, ganz tollen Gästerunde oder einer wie immer sehr guten Stimmung im Kölner Studio. Deine beiden Söhne sind jetzt mehr oder weniger Flügge. Ja, du kannst also im Grunde. Ja, der Franz macht jetzt Abitur, oh Gott. Die heißen Franz und Hans. Ja, das. wirklich? Ja, das muss man erstmal. Wie die Brüste von Heidi Klum. Die Brüste von Heidi Klum, tatsächlich. Ja, jetzt haben wir ein schönes Gesprächsthema. Das können wir jetzt mal durchdiskutieren. Ja, das bei der Geburt nicht an. Da waren die ja noch gar nicht da. Ja, das fiel mir ehrlich gesagt erst auf, als das zweite Kind dann zu Hause war. Franz von Assisi. Und an dem Morgen waren die Vögel so laut bei der Geburt, dass ich dachte, der kann mit den Vögeln sprechen. Das war ganz katholisch bedacht. Und dann zu Hause merke ich, Hans, Franz, oh Scheiße. Nee. Ja, ich finde es toll, kann ich ehrlich sagen. Als Mann finde ich Franz und Hans super. Ja, da hat aber auch keiner super mitgedacht, irgendwie mal so. Nee, so also ich anscheinend gar nicht und der Rest der Familie hat auch nicht mitgedacht. Aber da fragen doch immer alle, wie unter hast du schon Namen und so und dann sagst du ja, Franz und alle. Und war ja auch im Krankenhaus erstmal alleine. Keiner mal drauf hin? Kommst du dann nach Hause? Das heißt, die Brüste sind von, sei froh, sie hat mich Wollek und Bollek genommen. Das wäre aber also ich finde Franz und Hans sehr schön, klassische Namen. Die, nennen, die nächsten hätten Siegfried und Roy geheißen. Deine Eltern hatten deinen Namen ausgesucht. Friederike. Nach zwei Jungen sollte endlich ein Mädchen kommen. Das ist richtig, ja. Hat sich deine Mutter an der Natur gerecht und dich in Rosa gehüllt? Meine Mutter hat auf jeden Fall versucht, mir lange Haare wachsen zu lassen und so zu tun, als hätte sie eine Tochter. Und ich habe mich immer vorgestellt, weil wenn erstmal sah ich noch aus wie meine Mutter. Das war noch ganz schlimm, ganz die Mutter. Schon als Kind? Als Kind immer, das bis heute. Das kommt normalerweise später. Es war ziemlich hart. Und dann stellte ich mich wirklich immer vor, ich heiße Herbert, sollte aber Friederike heißen. Und habe das auch in alle meine Bücher, wenn ich schreiben konnte, habe ich immer, das sieht man in meinen Büchern, steht Herbert Grönemeyer, darunter steht Friederike Grönemeyer. Das hat mir sehr zu denken gegeben. Und meine Mutter hat mich dann auch später, wesentlich später in meinem Leben, als mir eine Cousine helfen sollte, damals mit meinen Kindern, als das ein bisschen komplizierter war, hat sie mich auch beschrieben, ich sei sehr wortkarg, weil wir haben nicht sehr viel miteinander gesprochen. Die war eine sehr liebe Frau, aber wir beiden haben nicht so viel geredet. Vielleicht ist das der Ursprung des Liedes Männer. Ich habe an sich das Gefühl gehabt, dass ich ein relativ knackiger Typ bin. Ja, scheint so. Also es gibt wirklich auch so Tage, wo ich morgens zum Arbeiten gehe und denke, ach, um Himmels Willen, die kommt ja nach der Schule. Und dass ich wirklich auch unserer Set-Aufnahmeleitung schon mal sage, hör mal, gib dir heute einen anderen Wohnwagen. Ich kann die heute bei mir echt nicht gebrauchen. Und das sagt die aber auch. Die sagt, boah, Mutter, ey, heute nicht. Und sagt dann, die Mutter? Ja, wenn die dann sagt die, oh, Mutter, so aus Spaß. Eigentlich sagt die Mama. Aber das finde ich auch okay. Und ey, die ist in der Pubertät. Wir waren alle in der Pubertät. Und da kann ich als Mama. Die ist mittendrin, ja. Und da kann ich machen, was ich will. Ich denke immer, oh Mensch, ich bin ja eine ganz coole Mutter. Die findet mich an bestimmten Tagen einfach zum Kotzen. Und das gehört dazu. Ja, ich weiß, ich hatte auch diese Tage und ich glaube, das gehört auch zum Erwachsenwerden dazu. Und da darf ich auch nicht persönlich berührt sein. Da müssen wir beide durch. Und das ist wirklich gut. Und am Set muss ich sagen, ich ziehe wirklich den Hut vor der, weil egal, wie sehr wir uns gegenseitig auch mal annerven, die ist in den Zehen so professionell mit 15, das merkst du nicht in den Zehen. Die knallt da ihr Ding raus und dann geht die wieder bockig in ihren Wagen oder in ihr Zimmer. Aber in den Zehen, wenn wir dann uns auch umarmen müssen und eine liebevolle Szene spielen, merkst du der nicht an. Finde ich super. Hätte ich in dem Alter wahrscheinlich nicht gekonnt. Ich habe ja in meiner ersten Fernsehshow habe ich gesagt, oh, da war Kaya Janath bei mir zu Gast. Dann habe ich gesagt, jetzt rufen wir meine Mama an und du wirst merken, das haben wir dann auch live gemacht, dass die nicht Ceylan sagt, sondern Ceylan. Also Ceylan. Also ja, Ceylan. Okay. Eigentlich sagt man Ceylan. Und dann hat die wirklich das gemacht. Ne? Und dann hat sich jeder gewundert, warum spricht die denn? Die war doch 40 Jahre mit Papa verheiratet. Die muss doch wissen, wie man das ausspricht. Und dann sagt sie, nee, das klingt deutscher. Und deswegen, und die Leute schreiben das eh immer falsch, wenn ich Ceylan sage. Und dann habe ich gesagt, aber Mama, bei Ceylan schreiben die so auch falsch. Also ich habe noch nie einer, der Ceylan, da schreiben die mit Z-A-I-L-A-A-N oder wie ja auch immer. Aber es, und seitdem sie da so ein bisschen veräppelt wurde von mir im Fernsehen, seitdem, wenn man sie anruft, sagt sie nur noch, hallo? Also nee, nicht, deswegen, sie sagt gar nichts mehr. Sagt, ja, ist Ceylan? Ne, ja, hier ist die Hilde. Ja. So ist das. Aber ihr habt ja ein super Verhältnis. Ja, super, geil. Super, Gott sei Dank. Wie ist es bei Ihnen zu Hause mit Ihrem Sohn, 7 Jahre alt? Haben Sie viel Spaß miteinander? Erzählen Sie sich viel? Ja,
Also, wir haben sehr viel Spaß miteinander. Erzählen Sie sich viel? Also, ich finde, dass mein Sohn viel erzählt, wenn ich das mitkriege, was andere Söhne erzählen. Also, Söhne sind ja scheinbar die Wesen, die sich ungern so viel mitteilen wie die Töchter. Also, die Freundinnen von Emil, die haben sehr hohen Textanteil und leidenschaftlich gerne. Ob mit den eigenen Eltern oder wenn sie bei uns zu Besuch sind, das ist egal. Das Gegenüber wird erstmal informiert. Wie ist das denn mit Ihrem Humoranspruch an Emil? Also ich habe mir ehrlich gesagt schon natürlich gewünscht, dass mein Sohn eine gewisse Spaßbereitschaft mitbringt. Leistungsdruck? Ich habe ihm in der Schwangerschaft immer sehr viele Witze erzählt. Ich habe über Kopfhörer. Ich habe da in so ein Mikro reingesprochen, hatte dann einen Kopfhörer auf dem Bauch. Und das hat ja funktioniert. Der ist wirklich spaßig. Der macht sehr gerne, ja, also ist keiner, der irgendwie so, hey, und auf die Bühne drängt oder irgendwie so sich in den Vordergrund drängt überhaupt nicht. Aber so seine Späßchen machen, so am Rande, dich mal eben amüsieren, das findet der gut. Ich habe eine Saftkur gemacht und da hat mein Sohn, der sich auch Natur schön findet und den ganzen wir uns übrigens natürlich alle, der sagt, habe ich morgens den Saft gemacht und sagt, probier mal. Nee, ich will nicht. Das ist ein super geiler Saft, da ist nur Zeug drin, was du liebst. Heidelbeeren, da ist alles drin, was du gut findest. Probier. Ich will nicht. Probier's jetzt. Ich habe gesagt, wir haben die Verabredung. Einmal probieren und dann lässt es stehen. Ich möchte nicht. Ich sagte, jetzt probier einmal den Saft. Es wurde so ein Kampf vor der Schule, ganz schlimm. Und dann habe ich so gesagt, einmal probieren, das kann ich. Es schmeckt toll, es ist köstlich. Und dann hat er gesagt, ist es nicht. Und dann habe ich gesagt, woher willst du das wissen? Du hast es nicht probiert. Und dann hat er gesagt, du machst es selber nicht. Und dann habe ich gesagt, doch, ich liebe diesen Saft. Und dann habe ich getrunken, dann hat er gesagt, und warum trinkst du es nicht das ganze Jahr? Und dann ist er zur Schule gegangen. Seitdem möchte ich darüber nur bedingt. Ganz kurz mal, Annette. Robert Habeck, Sie haben 4 Söhne. Kennen Sie solche Szenen? Nee. Wir müssen mit Ihrer Frau sprechen. Ja. Die essen und trinken alles. Echt? Ja. Wie haben Sie das denn hingekriegt? Aber wenn ich vorhin gefragt habe, weil du ja als etwas schusselig giltst, ja, ob man immer gut auf dich aufpassen soll. Ja, das ist eigentlich in die Welt gesetzt. Ich nehme es an, das ist auch so, ich bin schusselig. Du hast immerhin in einem, meine Lieblingsrubrik in der Zeit, im Zeitmagazin, ist ja, ich habe einen Traum. Das finde ich einfach sehr, sehr schön, was Menschen dann auch ganz offen sagen, wovon sie Albträumen oder träumen, wie auch immer. Und du hast zweimal wirklich geträumt, und zwar jedes Mal, einmal bei Hans und einmal bei Franz, dass du dein Baby auf dem Autodach vergessen hast nach dem Einkaufen. Ja. Ja, das war eindrucksvoll, weil das wie so ein Branding war, glaube ich. Das war immer so vielleicht so 3 Stunden nach der Geburt. Und die sind ja 8 Jahre auseinander. Und ich habe den exakt selben Traum beim Kleinen wieder. Nach 8 Jahren habe ich wieder diese Babyschale vor Edeka auf dem Wagen vergessen. Aber das muss ja eine tief sitzende Angst sein. Also ich passe nicht genug auf die Kinder. Ja, ich bin eine Klucke. Ich habe nur aufgepasst. Wahrscheinlich deshalb. Also, das Schöne ist, wir haben alle jetzt den Traum. Also ab jetzt. Jetzt? Ja. Also, ist jetzt schon zu spät. Wenn mich einer auf dem Auto vergisst, ich habe jetzt schon Albträume. Meine Güte. Na, ich glaube, das ist so eine Angst, dass man, da ist dann auf einmal was dafür, dass man lebenslänglich verantwortlich ist und was gerade erst angekommen ist. Das vergisst man ja manchmal. Nein, aber ich weiß auch nicht, der Traum hat mich überrascht und der war irgendwie merkwürdig. Sie sind ja groß, Sie sind groß geworden, Sie sind gesund, es ist nichts passiert, muss man mal dazu sagen. Ja, beide sind jetzt sozusagen raus aus dem Haus. Hast du ihnen denn deine Liebe zum Landleben einpflanzen können? Nee, die können beide nicht mal auf den Baum klettern. Berliner halt. Also ich bin ja auf Bäumen groß geworden, ehrlich gesagt. Im Westerwald ist ja nichts anderes. Das ist schon komisch. Nee, die sind dann so im Volkspark mal auf so ein kleines Bäumchen runtergefallen. Nee, die Liebe zum Landleben habe ich für mich behalten. Sie wollten mit Ihrer Frau doch immer viele Kinder haben. Warum sind es nur 2? Ja, ich habe irgendwann gemerkt, dass 2 viele sind. Also. Zwei Schwestern kommen aus Südafrika. Sie sind seit 11 Jahren in Deutschland. Sie sind seit 4 Jahren in Deutschland. Sind Sie ihr gefolgt? Ich bin ihr gefolgt. Ich muss sagen, ja, Mutti ist mein Vorbild. Sie macht alles. Und was sie macht eigentlich sehr gut. Und wie sie tanzt, wie sie spricht. Und das gefällt mir sehr.
Wenn Sie beide sich verabreden, wer kommt gegebenenfalls zu spät? Du warst heute spät! Nein! Wir haben alle ein Bild! Warte! Komplett die Wahrheit. Ja, wir haben alle auf Mutzi heute gewartet. Aber weshalb? Weil ich die große Schwester habe erst mal gesehen, dass meine Schwester sieht gut aus, dass ihre Kleidungsstück würden gebügelt, dass sie ihre Mikro anhat und habe gesagt, okay, Schwester, geh. Was macht ihr? Die geht, die lässt mich stehen. Und dann muss ich alles hinterher machen. Also ich habe sie erst mal wirklich Styling beraten und dann habe ich alles andere gemacht und dann habe ich sie vorgelassen. Klingt für mich wie eine Ausrede. Nein! Das ist keine Ausrede. Ich bin immer große Schwester. Ich bin ja halt 10 Jahre älter und diese Verantwortung, der ist einfach da. Okay, 9 Jahre, come on. Und die ist einfach da. Ich versuche, das abzuschalten, aber das kann man irgendwie nicht. Und ich bin die ältere Schwester und irgendwie habe ich nie Pause davon. Alle reden durcheinander und es ist laut und der eine will hier und ich habe morgen eine Arbeit, kannst du mich noch abhören und kannst du mal meinen Top nähen, das ist kaputt und was gibt's zu essen, ich habe jetzt Hunger und sag mal, Mama, warst du schon mit dem Hund draußen? Und also alles prasselt so auf einen ein und irgendwann steht man da und schreit nur noch und sagt, stopp jetzt ist mal Ruhe. Das ist Familienwahnsinn. Aber ich liebe das. Es gibt Tage, da komme ich nach Hause und keiner ist da und ich denke, oh, was mache ich denn jetzt? Es ist unfassbar langweilig. Und dann weiß ich auch nichts mit mir anzufangen. Also das ist dieser liebevolle Familienalltag und Wahnsinn, den, glaube ich, jeder kennt, der Familie hat. Muss ich mal eben, ich habe ja so ein Bild von deiner Wohnstadt der Familie. Florence, ist das bei euch ähnlich, so ein bisschen laut, chaotisch, durcheinander? Nee. Ich mache alles falsch, darum habe ich auch das Buch geschrieben. Von wem haben Sie die Neugier, Axel Ranisch? Oh, von meiner Oma, von meinen Eltern, von der Familie. Die Oma ist jetzt? Meine Oma wird jetzt bald 94, noch ist sie 93. Ja, das ist ja dann noch. Aber sie kann noch Spagat, also zumindest, wenn sie... Das bin ich sehr. Mir fällt ja bei der Vorbereitung immer so manche Parallele auf zwischen den Gästen, was dann Zufall ist. Und das ist mir bei Ihnen eben auch aufgefallen, weil ich das eben gelesen hatte. Ein Kiosk, dann Hausbrauerei, ja. Sie haben ja selber noch ein Hotel in Ihrem Heimatstädtchen aufgemacht, ja. Und unkonventionell bei Ihnen eben auch. Cornelia Scheel, Ihre Mutter, war sehr unkonventionell und hat Ihnen gezeigt, so kann man eben auch leben. Ich glaube, bei Charlotte, Sie schreiben ja auch, oder haben mal in einem Interview gesagt, eigentlich wollen Kinder konventionelle Eltern. Am besten Spießereltern. Ja. Also ich hätte gerne welche gehabt. Was sind Sie denn heute? Ja, also ich bin deswegen so ultra spießig, zu Hause und privat. Nicht in den Büchern, so im echten Leben, weil ich sozusagen Kind von Hippie-Eltern bin und die mehrmals geheiratet haben, ganz oft umziehen, Schule wechseln, Freunde verlieren. Das war meine Kindheit. Also sozusagen durch die Selbstverwirklichung der Eltern entwurzelte Kinder. Das heißt, Sie würden im Zweifelsfall würden Sie Christoph Sieber beneiden. Der kommt aus einem Ort in Baden-Württemberg und der Vater war 30 Jahre lang der CDU-Bürgermeister. Nein, 40. Na, also. Ehrlich? Ja. Ihr Vater war Arzt, aber Sie haben unter Aufsicht Ihres Vaters Marihuana geraucht. Ja, ich habe ihn gefragt, inwieweit ist das schädlich? Weil ich sehr gesundheitsbewusst lebe, obwohl ich das hier liebend gerne esse. Es ist ja auch nicht gesundheitsschädlich. Es kommt darauf an, wie viel man isst und welchen... ich esse das gerne, aber ich werde jetzt nicht kauen, das wäre sehr unhöflich. Und da habe ich ihn gefragt, so, inwieweit ist das schädlich? Sag mir das mal. Und das hat er mir explizit dargestellt. Und da hat er gesagt, du, wenn du dich ein bisschen andröhnst, ist das wunderbar. Aber ich darf mir das so vorstellen, Sie haben dann... Nein, kein Nikotin drin. Ich habe nur mein Pfeifchen geraucht. Mit ein bisschen Marihuana. Und Ihr Vater guckte zu? Ja, der hat es dann selber auch mal probiert. Ich sage nur, mach doch mal, Alter, rauch doch auch mal. Der ist davon eingeschlafen. Meine Mutter hat dran gezogen. Er sagt, was haben wir für ein tolles Licht hier in diesem Wohnzimmer. Das sieht das toll aus. War ehrlich. Da haben wir meine Eltern anders kennengelernt. Sie schreiben über Ihren Vater, dass Sie ihn vergöttern. Ja. Und denn, jetzt kommt die Begründung, ich zitiere wörtlich, mein Vater ist der abgewichsteste und durchtriebenste Gauner, der mir je untergekommen ist. Hat er sich über dieses Kompliment
gefreut. Ja, hat er, weil mein Vater ist so ein Sparfuchs-Typ. Mein Vater ist so, meine Eltern haben jetzt die letzten zwei Wochen zum Beispiel, haben die nur Bressot gegessen. Weil den Käse. Oder das darf man hier nicht sagen, ne? Ist mir egal. Die haben etwas gegessen zum Aufstreichen, weil man da etwas ausschneiden konnte. Wenn man 10 davon hatte, hat man eine Dipschale bekommen. Ja. Ja. Ist doch was. Das war einfach, als ich Kind war, war das auch schon so. Und ich habe schon gesagt, ich habe keinen Bock mehr, jetzt das zu essen. Und dann, ja, dann gut, dann holen wir es halt raus, schmeißen es halt weg und scheißen und schneiden das aus. Totaler Blödsinn. Haben Sie als Kind darunter gelitten? War es Geiz oder Sparsamkeit? Nein, es war kein Geiz. Es war nur irgendwie zu gucken, Mensch, muss man jetzt, es war natürlich auch, ist ja eine gute Sache, nicht immer direkt das Teuerste kaufen, auch mal gucken, ob es die Barbie nicht auf dem Flohmarkt billiger gibt und die da auch nicht Barbie heißt, sondern Olga und auch kurze Haare. ich weiß noch, dass ich bin mal mit meinem Vater in Bang & Olufsen gegangen hier. Oh, jetzt mache ich schon wieder Werbung. Also einen teuren Musikladen. Und ich dachte, was will mein Vater da in diesem Laden? Der würde sich niemals irgendwas neu kaufen. Der würde eher aus einem Kofferradio und einem Dildo irgendwas zusammenlöten. So. Der würde nie eine neue Maschine kaufen. Ich wäre sehr gespannt, was da rauskommt. Ja, und wir gehen da rein und dann mein Vater sagt so, ich bin mich am Interessieren für eine Dolby Rennrum-Anlage und können Sie mich da beraten? Und ich war fassungslos. Ich dachte, was? Das stimmt, da stimmt was nicht. Hier ist etwas falsch. Und dann hat mein Vater sich eine Stunde beraten lassen und hat dann am Ende gesagt, ich habe gehört, wenn man sich hier beraten lässt, dann kriegt man einen Gutschein für einen Pizza Hut. Ja. Aber es ist nicht so, dass mein Vater geizig ist oder so. Mein Vater ist auch der Erste, nein, wenn man Hilfe braucht oder so. Das hätte jetzt niemand alles mit. Mein Vater ist der Erste, der kommt. Der besorgt einem auch Sachen. Und so. Also der kann Sachen besorgen. Weil der eine goldene, der hat so eine goldene Karte mit Rabatt für einen Baumarkt. Ich habe sowas für Douglas, der hat das für einen Baumarkt. Und er kann auch, wenn man jetzt, ich war mal bei einer Freundin was renovieren zu Hause und wir haben Löcher gebohrt, wie halt so Mädchen Löcher bohren, es geht nicht. So. Und dann war da eine Wand und wir kamen nicht durch. Und dann habe ich meinen Papa angerufen und habe gesagt, Papa, hier ist eine Wand und wir kriegen da den Bohrer nicht. Tüt, tüt. Der hat aufgelegt und dann ding dong, klingelt es an der Tür, stand mein Vater mit der Hilti. Und dann hatten wir irgendwie 8 Löcher, die wir gar nicht brauchten, aber es war, das war super. Ist ja, Sie können zwar mannheimerisch als Deutsch-Türke, aber Sie können kein Türkisch. Kaum. Das ist auch eine Schande. Ja, das ist eine Schande über mich. Ja, das stimmt. Liegt es daran, dass... Nee, aber ich habe auch einen Grund, ich kann es ja auch erklären. Also es ist nicht so, dass manche denken, oh, Bülent Ceylan, vielleicht ist er Italiener, macht aber auf Ethno-Comedy, weil er dann die Boot voll kriegt. Ne? Nee, es ist wirklich so. Mein Vater ist Türke, Muslim. Ne? Und meine Mutter, also mit DDA, Mutter, sagen wir. Und meine Mutter, die ist deutsch-katholisch und das ist das Problem. Ja? Wobei in Niederbayern gab es da Zwischenapplaus. Ja, katholisch, ja gut, hat sich durchgesetzt. Ja, aber das ist wirklich so. Jetzt schreiben ja mittlerweile Türken. Wie kannst du nicht, das Gesicht von Mirjam gerade. Wir sind so. Ich bin integriert, ich hole nichts raus. Ja, auf jeden Fall ist es bei uns wirklich so, dass mir halt. Ich rede immer nur von mir. Ne, weil es schreiben ja mittlerweile türkische Zuschauer, wie kannst du dich nur über deine Eltern lustig machen, weil die Mutter und der Vater ist ja eigentlich. Ich sage immer, ich habe mit meinem Vater das alles abgesprochen. Ich habe gesagt, Vater, ich rede über dich. Und dann sagt mein Vater, ah, solange du Geld verdienst, kein Problem. Ja, es ist so. Und meine Mutter hat sich halt durchgesetzt. Die hat gesagt, die sagt zu meinem Vater, Türk, hol den Christbaum. Ne, mein Vater muss Weihnachtslieder singen. Na. Doch, aber er hat natürlich als Moslem einen Weg gefunden, wie er singt. Ne? Statt alle Jahre wieder singt, dann an Allah. Jahre Aua, wieder. Ja. Aber wieso hat Ihr Vater als stolzer Türke und Vater eines solchen Sohnes nicht Wert darauf gelegt, dass er auch Türkisch kann? Weil meine Mutter gesagt immer, Monem hat Dialekt weggesprochen, Türkisch versteht Ekesau. Damit war das Thema erledigt. Nee, mein Vater muss, es klingt jetzt ein bisschen, ich liebe den Moslem, also jetzt nicht wieder, dass wieder Leserbriefe kommen, aber mein Vater isst Schweinefleisch. Weil meine Mutter gesagt hat, es gibt nichts anderes. Nee, wirklich. Meine Mutter hat gesagt, nee. Wirklich, meine Mutter hat gesagt, komisch. Meine Mutter hat gesagt, nach drei Wochen wird der schon essen. Ne, ah ja. Das
Also da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich doch erstmal gestaunt, als ich gelesen habe, Rainer Kallmund ist zum 6. Mal Vater geworden. Ja. Ja? Und 3-mal Opa. Auch schon? Ja, klar. Menschenrechte. Das Schöne, was bei mir ist, wenn man so im Leben, wie ich stehe, auch so ein bisschen Karriere gemacht hat im Fußballmanagement, da bist du ja nicht immer oft zu Hause. Da bist du auch nicht der ideale Papa. Ich sage, das sind die meisten nicht. Die, ob hier bei den Medien, in der Showbranche, in der Politik, in der Wirtschaft Erfolg haben, die können nicht alle um 5 Uhr zu Hause sein. Die sind also dann. Ja, aber es ist doch bis heute genauso. Nein, ich habe meine Kinder immer erlebt. Ich habe aber ein bisschen Fehler gemacht. Ich war zu wenig da und ich bin heute saufroh, dass alle anderen 5 Kinder, die leiblichen Kinder, sagen, ah, das ist unsere jüngste Schwester. Jüngste Geschwisterchen. Ist voll akzeptiert. Welches war denn die Reaktion von der Kleinen, als sie sie gesehen hat? Denn ist ja eine Menge Mensch, Kalli. Muss man ja mal ich sehen. Schon muss gesagt, man ja mal dass sagen. Du ein Biest bist, ne? Ja. Die Situation ist doch so, kleiner Mensch in nicht dem besten Zustand, sieht zwei völlig wildfremde Menschen und weiß, die wollen jetzt was von dir. Nee, wir haben das natürlich auch, als das Kind kam. Die ersten 2 Wochen waren nicht einfach für meine Frau. Wir haben natürlich erstmal so ein Apartment mit Wohnzimmer und sofort kleine Möbel. Ab, Kindermöbel, dass die sich unten in dieser Größenordnung bewegen können. Ich musste also mit dem dicken Wams auf die Erde runter. War nicht so einfach, aber wir wollten dem Kind das Gefühl geben, kleine Tische, kleine Schränke, unten spielen. Die fühlte sich nach 2 Wochen sauwohl. Sie war bei uns angekommen und ja, wie gesagt, sie ist unsere Prinzessin, das ist auch schön so. Das Schlimme ist, sie weiß das mittlerweile schon. Ne? Das ist also ganz klar. Ich verwöhne sie natürlich zu sehr. Und, aber das ist gefährlich. Ja, das muss man. Meine Frau muss ein bisschen strenger sein, das muss ich dann immer sagen. Nee, ist klar. Ja. Morgens früh, die müssen alle rechtzeitig aus dem Haus. 3 Kinder in 4 Jahren, das kann man sich vorstellen, das ist ja fast wie Zwillinge. Und der eine will die Schuhe nicht anziehen. Da bin ich natürlich ein bisschen nervös geworden und habe dann irgendwann die Konsequenz gezogen, ja, er musste halt ohne Schuhe heute zur Schule. Und dann ist er halt ohne Schuhe zur Schule gegangen. Boah, so eine sind Sie. Ja, weil ich hatte keine Lust mehr dazu. Also es hat ja irgendwie unsere aller Nerven total gefressen. Und das ist dann halt einmal vorgekommen. Aber der hatte ja natürlich noch Sportschuhe, der konnte in der Schule dann seine Turnschuhe anziehen. Sind Sie deshalb zum Fernsehen, weil Ihnen das zu Hause irgendwie so anstrengend war? Nee, das nicht. Nein, bitte nicht. In der Zeit, als meine Kinder klein gewesen sind, habe ich tatsächlich wochenendweise in einer Einrichtung für geistig behinderte Erwachsene gearbeitet und ich durfte da schlafen, und zwar länger als zu Hause. Du hast ja gerade auch gesagt, du hast einen Sohn. Für den muss ich auch irgendwie sorgen, weil was zurücklegen. Ja, sorgen. Was heißt sorgen? Seine Mutter und sein Stiefvater sorgen ganz ausgezeichnet für ihn, wie ich weiß. Aber man ist zum einen unterhaltspflichtig, wie sich das gehört. Und man kann immer alles weg. Ich richte das einfach mal nach draußen an die es betrifft. Man kann mit seiner Kohle machen, was man will, aber Unterhalt sollte immer übrig sein fürs Kind. Irgendwen wird es schon betreffen. Ob ich ein praller Vater bin oder nicht, das weiß ich ja. Das ist wie mit dem Weg, wo ich mir denke, der ist aber sehr schön. Vielleicht kommt es mir irgendwann auch mal gerade vor. Wenn du zurückguckst, das ist ganz gut. Wenn ich zurückgucke, denke ich mir, naja, er hätte jetzt nicht zwingend bei Call of Duty zugucken müssen mit 5, aber er hat es auch gar nicht verstanden. Für die Älteren, das ist. Fragen Sie nicht nach. Und dann so ein Computerspiel. Und das ist so, man ist halt so ein, ich habe so oft versucht, da zu sein, wie es geht. Und das ist so, ja, ich habe immer Angst, aber er ist jetzt 14. Das kann ich nicht mehr definieren, weil ich auch keine vernünftigen Antworten mehr kriege auf sowas. Ich denke, in 2 Jahren können wir die Kommunikation wieder aufnehmen, wenn das Gröbste vorbei ist mit der Pubertät. Im Moment sind wir viel zu sehr mit Haaren auf der Oberlippe beschäftigt. Und dann. Ich will einfach sorgen, man will was weglegen. Man will aber auch selber was ausgeben. Ich will da nichts vor mir. Ich bin hier nicht der super gute Mensch. Ich will auch was rausballern. Das merke ich dann, wenn ich jetzt einen Urlaub mache, dann will ich sagen, na, da muss ich ja nichts sparen oder so, weißt du? Aber an sich will ich schon was weglegen. Weil wenn man tot ist, weißt du, das letzte Hemd hat keine Taschen und so. Und gucken. Mal gucken, was überbleibt. Mal gucken. Das ist vielleicht keine schöne Auskunft für meinen Sohn, aber wir schauen, was überbleibt, Sohn. Und das wird dann das einmal alles 1000 Euro sein, aber auch nur 5. Mein Blick fällt zufällig auf die Socken von Axel Milberg. Und ich sehe jetzt erst, dass Sie farblich interessante blaue Socken tragen mit kleinen gelben Totenköpfen.
Könnte das die Kamera vielleicht mal irgendwie einfangen? Ohne dass Herr Milberg die Beine hat nach oben die Judith gestaltet. Hast du doch nicht ihn? Hab ich ihm die geschenkt. So sieht's aus. Schön. Weil wir haben uns kennengelernt und da trug er Totenkopfsocken. Ja. Und eine Korthose und einen Norweger-Pullover. Aber diese Totenkopfsocken, ich meine, wie kann man sich in so eine Kombination verlieben? Aber ich habe es gemacht und seither, immer wenn ich Totenkopfsocken sehe, muss ich sie meinem Mann kaufen. Aber ich habe heute auch gesagt, muss das sein? Aber doch. Oh, die Kombi ist viel besser jedenfalls. Also. Dezenz ist Schwäche, das wissen wir eh. Ja, ja, und es sind vor allem nicht die gleichen Socken, in denen wir uns kennengelernt haben, sondern nur ähnliches Motiv. Ich versuche ja gelegentlich so ein paar Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Und wenn ich mir Judith Milberg angucke und Axel Milberg angucke, dann habe ich eine sehr kreative, energiegeladene Kunsthistorikerin und einen ausgesprochen erfolgreichen Schauspieler. Wenn ich diese Mischung betrachte, ist es besonders vorteilhaft oder wo liegen auch Gefahren? Auf Sätze mit entweder oder sind wir jetzt nicht vorbereitet. Ach so. Nein, Gefahren. Sie wirken ja eher, wenn ich das so sagen darf, etwas ruhiger, wohingegen Judith Milberg schon, als sie in das Studio schoss, alles mit ihrer Energie aufgemischt hat. Ja, das Wort nachdenkt, ich wäre mir lieber als ruhiger, aber. Ja, okay, ich schieb's nach. Nein, wir machen heute das, was wir gemacht haben, eigentlich, als wir uns kennengelernt haben. Das heißt, ich habe Theater gespielt, ich war lange Phasen weg zum Drehen irgendwo. Und insofern wusste Judith, worauf sie sich einlässt. Das heißt, wir leiden jetzt nicht darunter, wenn wir uns an den Wochenenden nur sehen, wenn sie auf so etwas abheben, wo dann Paare irgendwie nach 10, 20 Jahren sagen, wir haben uns auseinandergelebt oder ich komme nach Hause und schaue noch mal, weil sie auch gerne umdekoriert, nach, ob die Hausnummer stimmt und verlasse noch mal das Treppenhaus und schaue noch mal auf die Straße. Dann wieder ins Schlafzimmer? Ja, ja, genau. Da, wo es Licht angeht beim Fußtritt. Also, es ist gut, glaube ich, und das haben Sie auch eingangs gesagt, dass wir auf Augenhöhe sind und beide sich beide etwas tun, was ihnen einfach Freude macht. Was geht Ihrer Frau an Ihnen auf die Nerven? Ja, dass ich im Prinzip wenig Zeit habe, aber um nochmal auf das zu kommen, was das Geheimnis der Ehe ist. Ich glaube einfach, weil ich die genauso liebe wie am ersten Tag. Das ist das Geheimnis. Ich meine, mehr kann man dazu nicht sagen. Und deswegen bin ich halt ein sehr impulsiver Mensch, bin sehr extrovertiert. Sie managt auch die Klinik mit und ich glaube, wir sind auch Antipoden, also das ist auch gut in der Ehe. Ich glaube, man muss nicht alles gleich machen. Ich bin viel unterwegs. Ich bin sehr sportlich. Sie ist zwar schlank, gärtenschlank, aber treibt wenig Sport. Sie liebt Musik, ich wenig. Also wir sind sehr gegensätzlich und ich glaube, das ist ein ganz gutes Rezept für die Ehe, dass man sich nicht zu sehr aufeinander setzt. Kann, muss aber. Ich kenne auch Leute, die wirklich damit sehr gut zurechtkommen, dass sie halt jeden Tag zusammen verbringen. Ja. Hardy Krüger hat mal gesagt, er hat einen Tag ohne seine Frau gelebt, das wäre ein ganz fürchterlicher Tag gewesen. Das kann ich mir so nicht vorstellen, aber auch das ist eine Möglichkeit, das muss jeder für sich finden. Meine Frau sagt natürlich, ich arbeite, bis du im OP aus der Trage rauskommst, weil du hast das ganze Leben gearbeitet, seit über 30 Jahren sind wir zusammen und ich glaube, das ist auch das Rezept, dass wir nicht so eng aufeinander hängen. Dass es auch spannend bleibt im Leben, auch im Alter. Und das genießen wir sehr. Ich habe eigentlich immer das Beste von meinen Ex-Ehemännern übrig behalten. Weil ich bin geboren Maria Henrika Elisabeth Verbraak. Wir nennen sie Mareike. Das war eigentlich noch das Schönste. Maria stammt von meiner Großmutter. Henrika stammt von der heiligen Henrika Fassbender. Das war eine Nonne aus Deutschland, in Aachen wohnt die. Und die war irgendwann mal auf dem Kreuzfahrtschiff und hat dann Kinder und Mütter vorgehen lassen in die Tenderboote. Und sie ist radidibuts mit dem Schiff untergegangen. Und da habe ich als Kind gedacht, das würde ich auch tun. Untergehen. Also fand ich Henrika eigentlich ganz dolle. Die Gute. Ja, die gute Henrike. Und dann Elisabeth war von meiner Mutter. Und Verbraak,
Ja, das ist natürlich ein Name, wenn ich Ihnen ganz ehrlich sage, was das heißt. Das heißt einfach verkürzt. Wie verkürzt? Mareike verkürzt mit ihrer Unterhaltungsshow. Also, ich dachte, da kann ich in Deutschland doch nichts mit anfangen. Das heißt richtig übersetzt, verkürzt. Und darum habe ich aus meiner ersten Ehe den Namen übrig behalten, Amado, das klingt viel schöner. Aus meiner zweiten Ehe habe ich meinen Sohn übrig behalten. Und aus meiner dritten, was habe ich denn da? War der dritte behalten? Nicht der Heiratsschwindler? Genau, da habe ich nichts übrig behalten. Du bist ja mittlerweile, Jessica, seit über 5 Jahren, ich weiß nicht ganz genau, mit deinem Mann, also mit deinem Lebensgefährten zusammen. Ach, schon über 7 jetzt, ja. Über 7 inzwischen. Das ist schon, wann ist denn das Verflixte? Das 5., das 7., das 10.? Also ich habe festgestellt, seitdem alles ein bisschen schnelllebiger geht. Ja, auch das ist schwierig. Seitdem alles etwas schnelllebiger geworden ist, hat sich das so von 7 auf 5, finde ich, verkürzt. Also so, wenn man mal so in den Freundeskreisen rumhört, ist es inzwischen immer dieses verflixte 5. Jahr geworden. Nicht mehr, das sieht wir haben keine Geschiedenen hier in der Runde. Das ist schon eher das die ist aber, das ist aber wirklich selten. Das muss man wirklich noch mal sagen. Aber die Kollegen fragen sich schon nicht nur, wie lange musst du noch, sondern sind auch erstaunt, wie sie es vorgehalten haben, durchgehalten haben. Ach ja, ich finde, es ist. Ich glaube, bei uns liegt es so ein bisschen daran, dass die Tourneen sind wichtig. Ja? Ich kenne Leute, die müssen jeden Tag zusammen sein. Die sind nur dann glücklich, wenn sie jeden Tag mit zusammen sind. Bei uns ist es nicht so. Also wie ist es denn mit der Treue? Ja, wunderbar. Na, das ist aber eine ganz flotte Antwort. Jetzt. Nein, aber es geht doch darum. Es geht darum, wenn man mal raus will zwischendurch. Ja? So, ich bin so ein Typ, ich muss auch mal sagen, ich übernachte an der Hotelbar. Meine Frau wohnt aber lieber. Ja? Das heißt, die hat überhaupt nichts dagegen, wenn ich dann mal zwischendurch sage, so, ich bin jetzt 5 Tage auf Tournee und bin weg. So, wenn ich so 100, 200 Meter gefahren bin, dann höre ich vor meinem inneren Ohr, wie sie sagt, ja, dann ist sie ganz zufrieden. Nach 3 Tagen reicht einem dann das Handy nicht mehr. Da will man sie wieder in den Arm nehmen. Und insofern sind solche kleinen Tourneen wichtig, finde ich. Was ist denn das Geheimnis bei Ihnen, Armin Rohde? Sie sind auch glücklich verheiratet. Ihre Frau ist auch manchmal froh, wenn Sie weg sind, schätze ich. Ach, das ist so. Das ist so, dass es ein Thema ist, das ich in der Öffentlichkeit eigentlich nicht gerne behandle. Weil meine Frau möchte in der Öffentlichkeit nicht erwähnt werden. Das respektiere ich auch. Und was wir sonst so treiben oder nicht treiben, das ist auch schön. Ist unser Geheimnis. Wenn du sagst, meine Frau, weiß man gar nicht, wer gemeint ist. Da gibt es ganz viele auf der Welt. Wenn ich mal sage, mein Mann, ich sage ja auch nicht immer. Ich sage meine Frau, ja. Genau. Ich akzeptiere immer natürlich immer, wenn jemand sagt, das ist Privatsphäre. Das sieht ja Annette ein bisschen anders. Sie haben ja noch nach der Comedy-Preisverleihung im vergangenen Jahr. Du Scheiße. Ja, tut mir leid, ich habe es auch gesehen, ich dachte, ich höre nicht ganz richtig. Oh, das war irgendwie klar jetzt. Dann kommt sie auf die Bühne, nimmt den 97. Comedy-Preis in ihrem Leben entgegen. Kriegen ja seit vielen Jahren, werden sie ja mit Preisen überschüttet und bedanken sich, wie es sich gehört. Und zum Schluss sagen sie, und ich bedanke mich bei dir, bei meinem Mann, für den fantastischen Sex mit dir. Ja, das war im übertragenen und im direkten Sinne gemeint, wie fantastisch mein Mann ist. Das ist doch toll. Im übertragenen Sinne? Das habe ich immer noch nicht. Hallo. So. Ja, ich stehe dazu. Hatte Ihr Mann hinterher noch... Es ist einfach fantastischer Sex, es tut mir leid. Und jetzt habe ich immer noch keine Details verraten. So einfach ist das. Wenn Sie nach Hause kommen von einem Dreh, erzählen Sie dann ganz viel? Oder wenn Sie eine neue Idee haben, was Gebrauchsgegenstände und Gebrauchskunst angeht? Vom Temperament schätze ich doch Sie. Ja, natürlich. Und ich möchte auch immer, dass er dann zuhört. Und dann merke ich manchmal, wie er auch so ein bisschen gedanklich abgleitet. Und das ist natürlich dann schwierig. Also wo Sie vorhin gefragt haben, wie das zusammengeht. Es ist natürlich schon auch schwer, wenn man jetzt vom Drehen kommt und da goldenes Tablett, Wasserglas, Cappuccino... Wie unsere Schauspieler gepampert werden, Frau Stenberger. Also ich möchte jetzt mal... Also, das ist natürlich zu Hause ganz anders. Das ist ganz anders. Da heißt es... Bring den Müll runter. Kannst du mal den Tisch abwischen eigentlich? Und ich meine, geht's noch so? Und, Ach so, Wolltest du auch? Dann hört er mir schon auch konzentriert zu. Und vor allem kommt er in meine Werkstatt, vollkommen erschöpft, in meine Werkstatt und findet alles toll. Ich wollte dem Karl einmal ermöglichen, weil der möchte eben auch so ins einsame Ferienhaus, dass wir das machen. Habe auch gedacht, das ist ganz toll und habe so gespürt, wie ich dann an den Klippen stehe mit wehenden Haar und er so der Männliche aus dem Wasser, das Boot. So habe ich das gesehen. Und dann habe ich gedacht, beseelt von mir, habe ich mich selbst überschätzt und habe gedacht, ich buche in Irland, eben nirgendwo, so ein Haus, wo das Böse passiert. Weißt du?
so 200 Jahre eine Untote die Liebe sucht. Das warum nicht gemacht. In die Eifel? Ja, das wär, nein, aber er musste in Irland drehen und dann haben wir wieder mal ein paar Tage drangehangen. Ne, so. Und dann sind wir da angekommen. Und es war im Nirgendwo. Das war im Nirgendwo. Und ich habe mal die Karte gelesen und da stand immer Unteared Road. Und wir haben die nicht gefunden und die Straßenschilder waren immer anders. Und dann ist der irgendwann ausgerastet und sagt, Ulich, wo ist es jetzt? Ich sage Unteared Road. Dann nimmt er die Karte und sagt, das ist eine ungeteerte Straße. Die zeigt kein Navigator an. Und dann sind wir 3 Kilometer über Viehweiden zum 17 Jahrhunderte alten Cottage gefahren. Mit keinen Schlössern, nichts. Und mit so einer einsamen Steilklippe und 800 Meter Privatstrand. Es war so der Horror. Ich bin nachts, bin total ausgeflippt. Ich wollte das Messer mit ins Bett nehmen. Die Kinder, da hat er gesagt, lass das Messer da liegen. Da habe ich gesagt, na, ich nehme das mit, dann nehme ich den Feldstecher mit. Sagt er, wenn du den Feldstecher mitnimmst, erschlägst du mich im Bett. Ja, ich habe den 5-mal die Nacht geweckt. Nee, wirklich bitte. Ich habe immer geweckt, habe gesagt, du kommst jetzt mit aufs Klo und du musst singen, damit das Pipi nicht hört. Und dann habe ich irgendwann, dann wurde es ruhig, es hat gestürmt. Und irgendwann habe ich da, es wirklich war, ich habe da gelegen im Bett. Und hab den immer geweckt. Und irgendwann war es ruhig. Und dann bin ich aufgestanden und gesagt, da ist jemand. Dann hat er gesagt, hier kommt keiner. Dann hat er gesagt, du musst aus dem Bett, da ist ein Auto. Dann ist er aus dem Bett, hat geguckt, sagt, hier ist kein Auto. Wir wieder ins Bett. Und dann habe ich ihn wieder geweckt. Sagt er, Ulich, was ist jetzt? Sag ich, da ist jemand. Sagt er, hier kommt keiner. Und dann war die Erkenntnis da. Dann war es ganz still. Dann habe ich gesagt, ja. Aber wenn jemand kommt, dann meint er uns. Und damit hat er auch nicht mehr geschlafen. Dann sind wir umgezogen. Du hast, ich glaube, das war gar nicht so geplant, geheiratet. Dein Mann. Ja, aber eigentlich heimlich, ne? Ja, heimlich. Zu spät, zu spät. Jetzt nicht mehr. Auf den Tag genau vor 2 Wochen, aber es weiß eigentlich auch noch keiner. Vor 2 Wochen? Ja, aber du hast doch auch heimlich geheiratet. Nicht heimlich, nur nicht öffentlich. Ach so, ja, nee, aber nicht heimlich. Nee, heimlich. Nee, wir wollten eigentlich total heimlich heiraten, nur mit unseren beiden Trauzeugen. Einer sitzt da hinten an der Bar. Aber wir hatten uns das sofort, na, Ricardo, das ist mein Mentor. Vor dem kann ich alles, was ich kann, von ihm und von Rosa von Braunheim. Egal, anderes Thema. Wir wollten, ja, bitte. Wir wollten eigentlich so ganz ohne Brimbamborium heiraten, so einfach so, weil Familienfest und Hochzeit, das ist dann doch sehr anstrengend. Aber deine Großmutter ist doch immer dabei, sogar in den Filmen. Ja, deswegen ging ja nur, dass gar keiner dabei ist. Ach so. Ne? Also nur wir sagen's auch keinem. 4 Tage Wochenende. Nee, es war ja dann so, wir hatten uns das so verabredet und hatten das so eingetütet. Dann haben wir doch Muffensausen gekriegt und es unseren Familien wenigstens gesagt, damit sie es verkraften können und damit sie nicht ewig entsetzt sind. Und dann haben die gesagt, ja, okay, alles klar. Meine Mutter hat ein bisschen geschluckt, aber sie hat das mitgemacht. Aber entschuldige, die wussten schon, dass ihr zusammen wart. Also das war geklärt. Ja, seit 7 Jahren. Okay. Aber das Thema war geklärt. Es ging jetzt nur um die Hochzeit an sich. Es ging jetzt nur um die Hochzeit an sich. Nein, die wussten schon, dass wir. Harter Weg. Nein, nein, wir sind schon seit 7 Jahren zusammen und irgendwann, es war auch allen klar, dass es irgendwann mal fällig ist. So. Okay. Auf jeden Fall waren wir dann an der Ostsee endlich und sind da am Donnerstag angekommen. Am Freitag sollte die Hochzeit sein und war alles total schön. Wir waren in unserer kleinen Ferienwohnung und am Freitagmorgen haben mich die Jungs Brötchen holen geschickt und dann und es war klar, wir machen das jetzt da und dann fahre ich diese Brötchen holen und dann sitzt da plötzlich mein Vater beim Bäcker und ich sehe den und dann sehe ich daneben sitzt meine Mutter und ich denke nur, ach du Scheiße, wie erkläre ich das Paul? Wie erklärt Paul das seinen Eltern? Und ich war wirklich geschockt. Dann bin ich ausgestiegen und so ganz langsam zu meinen Eltern getippt. Und dann sehe ich, dass Gott sei Dank die Eltern von meinem Freund daneben sitzen. Und dann daneben meine Oma. Ah, so, das heißt, Friede! Ja. Super. Aber es war kurz ein Schock fürs Leben. So. Ja, aber andererseits bist du der totale Familienmensch. Und ich weiß noch, ich weiß gar nicht, es war so schön, dass sie da waren, ehrlich. Die 5. Ja, es war so schön. Nein, es war dann auch toll. Ich meine, weißt du, mein Mann hat wahnsinnig viele Geschwister. Ich habe noch 2 Geschwister. Und dann wird es, und wenn dann die ganze Familie da ist, dann müssten eigentlich auch die besten Freunde da sein. Und dann sind es doch plötzlich 80 und dann wird es eine Sache und nicht ein gemütliches Wochenende. Und meine Eltern und seine Eltern und meine Oma, die waren dann auch total süß und sind dann gleich nach der Trauung wieder nach Berlin gefahren und haben uns dann in Ruhe gelassen. Ist das der Ring? Das ist der Ring aus Holz. Schön. Die leben in Berlin jetzt, also nicht mehr in Essen, sondern in Berlin, mit ihrem Mann und 2 Kindern und dem Yorkshire Terrier. Mhm. Wie sieht so ein entspannter, drehfreier Tag aus? Also ich stehe um 5 auf. Um 5? Ja,
Ich habe immer ganz gerne Zeit morgens. Ich stehe früh auf und dann mache ich Frühstück und dann meditiere ich und dann bereite ich die Sachen für die, also fürs Frühstück für die Kinder vor und dann stehen die langsam so 10 vor 6, 6 Uhr auf und dann machen die sich fertig und dann haben wir ganz viel Spaß. Und was ist der wichtigste Grundsatz, den Sie, die Sie ja eine riesen Karriere gemacht haben, die Sie Ihren Kindern mitgeben? Harte Arbeit. Und für mich ist das nichts, was, wie soll ich sagen, für alles, was man erreichen möchte, muss man arbeiten. Egal, ob ich jetzt gute Noten haben möchte, wobei ich Noten nicht wichtig finde. Aber wenn ich Sänger werden möchte oder irgendwas mit Sport machen möchte oder was auch immer, ich muss mich hinsetzen und ich muss selber die Arbeit machen. Ich muss nicht darauf warten, dass irgendwelche anderen Leute kommen und sagen, jetzt nehmen wir dich mit und so passiert das. Das passiert nicht so. Bei mir war es so, irgendwann habe ich den Entschluss getroffen, ich möchte das erreichen. Und dann habe ich geschaut, wie kann ich das erreichen? Ich habe Privatunterricht genommen. Ich trainiere ja immer noch. Warum? Weil wenn ich zum nächsten Film gehe und die sagen, pass mal auf, mach mal das, 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 dann kann ich das, weil ich das trainiert habe. Und so ist das eigentlich mit allem. Wenn ich übe, werde ich besser und dann kann ich auch meine Ziele verwirklichen. Klare Sache. Vater von drei Kindern. Mhm. Schleift das ein bisschen von der Wildheit ab? Nee. Also im Gegenteil, also du wirst da wieder, du musst dich ja auf dieses junge, wilde Treiben, das physische Treiben dieser jungen Menschen einstellen. Also im Gegenteil, also ich liebe das, die rumzuwirbeln mit den Quatsch. Sogar meine ältere Tochter wird jetzt 6, wo ich schon denke, sei mal nicht so vernünftig. Also ich glaube, dass natürlich hat den Tobepart immer eher der Vater als die Mutter. Aber ich will ja, dass die rausgehen, dass die sich ausprobieren, dass die eben Kind sind, ne? Und nicht vernünftig und anständig können sie immer noch werden. Aber die sollen wild sein und das finde ich toll. Also man ist natürlich abends mehr erschlagen, also die Abendaktivität lässt deutlich nach. Aber dafür gibt man am Tag alles und man hat da eben keine freie Minute. Sie haben eben gesagt, dass Sie jetzt noch einen Film abdrehen, bald kommt auch wieder ein Tatort. Mhm. Aber dann gibt es 2 Monate frei und die 2 Monate sind nur für die Kinder. Genau. Also ich habe jetzt, wie gesagt, meine ältere Tochter kommt im Sommer in die Schule und das will ich auch mit begleiten. Ab da ist man ja auch abhängig von den Schulferien. Das ist für mich auch neu, weil sonst kann man ja, wenn ich frei habe, habe ich ja richtig frei. Mhm. Ne? Und dann sehe ich auch nicht einfach, warum die dann in der Kita sein sollen, sondern dann mache ich was mit denen. Und das ist in der Schule dann schwieriger zu vermitteln. Ne? Deswegen ist diese Kinderzeit auch die Zeit, die ich wie eine Festung verteidige gegen alle Produktionen. Das ist mir völlig egal, dann sagen die den Film, sag ich den Film ab. So, aber es gibt eben bestimmte Dinge. Aber da eben so ein Mittelmaß zu finden und eine Zweierbeziehung ist nicht gleich eine Familienbeziehung. Das habe ich auch gelernt. Du bist ein totaler Familienmensch. Ja. Ja? Du liebst deine Kinder, du liebst deinen Mann, auch deinen Hund. Warum ist es dann so schön, wenn du weg bist? Weil ich da einfach mal so bei mir sein kann. Also ich liebe das wirklich. Ich liebe auch dieses Chaos und ich liebe das, für die anderen da zu sein. Aber für mich ist das, für mich ist mein Job, mein Arbeiten ist für mich wirklich Tiefenentspannung. Ich arbeite natürlich auch sehr viel, lange Tage und natürlich sind die auch stressig. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber das ist einfach so ein Ding, wo ich sage, so, das macht die Mami jetzt für sich und da kann ich mich ein bisschen austoben und mich verwirklichen. Und in Kombination finde ich das perfekt. Und Sie haben irgendwann gesagt, so toll das alles ist und so viel Kohle das auch bringt, so eine Hauptrolle. Ich steige jetzt aus. Mhm. Das ist zwar auch schon wieder Jahre her. Ja, fast 10 Jahre, ja. Aber was war der Hintergrund dieses Ausstiegs? Also zunächst einmal muss ich sagen, ich habe das wahnsinnig gerne gespielt. Wir hatten ein wunderbares Team und es war eigentlich sehr traurig, als wir dann auseinandergegangen sind. Aber ich hatte das Gefühl, nach 7 Jahren und 110 Folgen ist einfach ein Zeitpunkt erreicht, wo ich was anderes machen will. Und man darf nicht vergessen, 7 Jahre so eine Rolle zu spielen, wirklich den Karren zu ziehen, das ist Marathon pur. Das ist wirklich eine Anstrengung, die kann man sich fast nicht vorstellen. Also das Leben ist sozusagen voll. Ja, das Leben ist voll, da bleibt wirklich nichts mehr übrig, links und rechts. Man lebt nur noch für diese Serie. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Aber irgendwann habe ich mir gesagt, nein, es gibt auch noch was anderes. Erfolg hin, Erfolg her, Geld hin, Geld her. Was denn? Naja, zum Beispiel eine Partnerschaft, eine Partnerschaft und das Leben mit dieser Partnerin in diesem Fall. Und ja, es gibt so viele Dinge, man kommt auch, wenn man sowas dreht, man kommt nicht mehr dazu zu lesen. Man kommt nicht dazu, wirklich seine Freunde zu pflegen. Und das sind alles Preise, die man zahlt. Und da war ich irgendwann nicht mehr bereit, den zu zahlen, diesen Preis. Das ist ja auch erstaunlich. Viele Männer, die erfolgreich im Beruf sind,
erlauben sich die Frage gar nicht, ob da vielleicht was auf der Strecke bleibt. Ja. Das können Kinder sein, das können ja. eben auch die Partnerinnen sein. Ja. Ja. Und sie haben ja. gesagt, nee, meine ja. Frau ist mir wichtig. Ja, ja, meine Frau ist mir auf jeden Fall wichtig. Und wenn jemand sagt, er kann nicht aufhören, dann liegt das meistens daran, dass er sich über seinen Beruf definiert. Und das ist schon einmal der Fehler. Man darf sich nicht definieren über seinen Beruf. Der Beruf ist ein Werkzeug, mit dem man sich ausdrücken kann. Aber man ist nicht der Beruf. Und das habe ich mir ganz deutlich gesagt. Und deswegen habe ich, was Sie schon gesagt haben, sehr viele schöne Sachen erlebt in der Zwischenzeit. Hat Ihre Mutter sich irgendwann Sorgen gemacht, aus dem Jungen wird nie wieder was Richtiges? Ja, dienstags. Jeden Dienstag. Nein, aber klar, die hat sich immer Sorgen gemacht. Und meine Mutter hat das ja gar nicht mehr mit. Mir geht es ja genauso wie dir. Meine Mutter ist vor 3 Jahren gestorben, im Oktober. Und ich wünschte, das hätte sie noch gesehen. Ich bin da höllenstolz drauf. Das kannst du eigentlich keinem erzählen, aber ich war, weißt du, eigene Sendung. Sie hat immer gesagt, das ist ganz witzig, was du machst. Das mit der Mütze ist albern, ist ein bisschen brotlose Kunst. Aber wenn es dich amüsiert, sei aber bitte morgen um 10 wieder im Büro, weil sonst gibt das auch nur Ärger. Und Sie haben das gemacht, wovon viele Menschen träumen. Sie haben gesagt, so, ich habe 2 Söhne, ich habe einen Mann, ich bin ich und wir machen jetzt alle mal eine gemeinsame Weltreise. Mhm. Das stellt man sich vor, als würde man sich jahrelang darauf vorbereiten. Wie haben denn Ihre Söhne reagiert? Die wussten nicht jahrelang davon. Ich wusste auch nicht, ich wusste jahrelang, das will ich unbedingt machen. Die Umsetzung brauchte dann etwas Zeit, allerdings nicht mit Planung, sondern es gab irgendwann den Moment, wo ich gesagt habe, wir machen das jetzt. Und dann sind wir 4 Wochen später losgereist. Ja, Moment, muss doch den einen Sohn, sind beide Söhne schulpflichtig? Zu dem Zeitpunkt war nur ein Sohn schulpflichtig. Das heißt, der muss aus der Schule raus? Den haben wir offiziell aus der Schule rausgenommen, wir haben das beantragt. Die Schule war da Gott sei Dank sehr offen und hat gesagt, der ist so toll und wir glauben daran, dass der auch in dieser Zeit lernt. Der musste Schulmaterialien mitnehmen, das hat er auch toll hingekriegt und er hat so viel mehr mitgenommen, das muss man wirklich sagen. Und ich höre das halt immer auch, Kind aus der Schule nehmen. Ich habe den ja nicht rausgenommen, um den vor die Glotze zu setzen, sondern ich habe dem die Welt, also einen Teil von der Welt gezeigt. Was kann man Tolleres erleben, finde ich. Also das ist so eine Bereicherung und so ein Geschenk gewesen. Rückblickend Ihr schönstes Ferienerlebnis, beziehungsweise der Ort, der Sie am meisten beeindruckt hat? Das war Kalimantan, das ist der indonesische Teil von Borneo. Da waren wir auf einem Hausboot unterwegs und haben wilde Orang-Utans besucht. Und das war so magisch, wie man sich es kaum vorstellen kann. Also vor allen Dingen, wir haben auf diesem Boot draußen geschlafen, unter Moskitonetz. Und in diesem Dschungel zu schlafen, das habe ich mir nie vorstellen können. Ich bin als Kind, wir waren nie campen oder sowas. Und das fand ich so beruhigend und so schön. Das hat mich total berührt. Und andererseits, Orang-Utans noch in der freien Natur zu erleben, das war was ganz, ganz Besonderes und das hat mich auch sehr berührt. Und ich habe meinen Söhnen immer gesagt, wisst ihr, wir müssen was dafür tun und ihr müsst auch was dafür tun, dass das weiter bestehen bleibt. Wir müssen was ändern. Da haben die wirklich auch gefragt, weil sie natürlich auch erfahren haben, Brandrodung, dieser Lebensraum wird immer kleiner. Was können wir denn tun? Und dann habe ich gesagt, naja, zum Beispiel boykottiert Nestlé. Die bauen hier, die holzen hier alles ab und machen Palmölfelder. Gibt es etwas, wo du sagen würdest, das läuft in dieser Gesellschaft überhaupt nicht richtig? Ach, Entschuldigung, akustisch. Einiges. Aber ich glaube, das liegt ja auch an uns, das zu drehen und zu verändern. Also wie gesagt, ich führe eine Beziehung mit meiner Frau seit 18 Jahren und wir haben nie über solche Regeln gesprochen. Es war einfach immer für uns total normal, wie wir waren und haben uns so genommen, wie der andere ist. Und man kann ja im kleinen Kreis sehr viel machen. So wie ich groß erzogen worden bin von meiner Mama, ich habe 2 Schwestern, ich habe über diese Themen nie negativ behaftet nachdenken müssen, weil uns einfach ein anderes Bild vorgelebt wurde. Meinem Sohn versuche ich auch, Dinge nicht die ganze Zeit in die Ohren zu drücken, sondern ich denke, dass Kinderaugen zum Beispiel bei der Erziehung sehr viel besser sind als Kinderohren. Also wie du es vorlebst, sehr viel mehr Einfluss auf die Kinder nimmt, als das, was du ihnen täglich erzählst. Meine Mutter sah mir ja erstmal nicht sehr ähnlich, sie lebt ja nicht mehr. Mhm. Aber ich hatte irgendwann den Versuch gemacht, mit ihr in einen Club zu gehen. Da war ich so um die 18, 19 und es interessierte sie auch, was ihre Kinder so treiben, wenn sie nicht zu Hause sitzen. Und das war eigentlich gut. Also ich fühlte mich immer wohl mit meiner Mutter, weil sie hatte schon Qualitäten, die sie auszeichneten und vielleicht auch unterschieden haben von anderen Müttern. Die war cool. Also da bin ich neugierig. Was hat sie unterschieden von anderen Müttern? War sie offener? Sie war offener. Ich glaube, sie war sehr interessiert und sehr tolerant vor allem. Also sie war jetzt nicht so stringent. Sie hatte natürlich ihre Prinzipien, aber man konnte schon seine Meinung sagen. Und viele Freunde von mir und auch meinen Geschwistern haben immer die Nähe meiner Mutter gesucht.
Was ich interessant fand, das würde ich dich nämlich gerne fragen, ist, dass dein Mann zwei Töchter hat. Ja. Und das ist ja, Stichwort Patchwork-Familie, in ganz vielen Beziehungen so, dass man dann um seine Rolle sich bemüht oder auch kämpfen muss, wie auch immer, damit Kinder einen auch annehmen. Hattest du da einen bestimmten Plan? Nee, überhaupt nicht. Das Gute ist irgendwie, dass ich ja doch relativ viel Erfahrung durch die Kinder meiner Schwester, meine drei Neffen gemacht habe und auch durch viele Kinderfilme. Also so, du musst ja irgendwie allen gegenüber offen sein. Du musst den Menschen gegenüber offen sein. Du musst Gedanken, Neigungen, du kannst dich als Schauspielerin nicht verschließen, du kannst dich nicht zumachen. Und gerade so kleine Kinder merken das natürlich relativ schnell, was du so vorhast oder nicht vorhast und ob sie dich mögen. Und das ist etwas... Ich finde Kinder wahnsinnig aufrichtig und ehrlich. Und ich glaube, so bin ich auch von Anfang an mit ihnen umgegangen und sie auch mit mir. Und waren auch noch sehr klein, als ich sie kennengelernt habe. Kleine Bestechungsversuche deinerseits? Nö, gar nicht. Nö, du bin ich, nö. Nee, ganz im Gegenteil. Also ich wollte da auch ganz klar irgendwie sagen, es gibt einfach auch Grenzen. Und ich werde mir auch nicht auf der Nase herumtanzen lassen. Sondern ich möchte, dass wir hier eine ehrliche Beziehung miteinander führen. Ne? Also ich werde nie eure Mutter in dem Fall sein. Aber ich will euch jemand sein, der, wenn, sobald ihr Probleme habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ich irgendwas für euch tun kann, dass ihr kommt und dass ihr so. Und das funktioniert auch ganz wunderbar. Und natürlich ist da eine große Liebe entstanden in diesen Jahren auch. Ich hatte mit meinem Vater richtig gestritten. Ja? Also verbal. Ne? Also wir haben uns, er mochte meinen ersten Freund nicht. Und ich wollte ihn heiraten. Also wir wollten heiraten. Und das fand er nicht gut. Und dann hat er wirklich, muss man sagen, mein Vater war ein super Mann, aber... Er hat alles getan, damit die Beziehung kaputt geht. So, die Beziehung ist auch kaputt gegangen. Und dann bin ich ausgezogen. Und ich bin zurückgekommen mit einem Schild. Ja, im Buch steht es abgemildert. Aber jetzt sage ich die Wahrheit. I had sex with York, so what? Und da bin ich marschiert. Also ich hatte Sex mit, ja, mit ihm und so what? Ja, und, ja, und? Und damit bin ich marschiert mit einem, ich hatte so einen Topf und einen habe ich... Einfach da. Schloss Gümlich, den ganzen Schloss Gümlich. Das ist ja so ein schöner alter Vers, da muss ich noch mal die Brille aufsetzen, damit ich ihn hier nicht verhaspel, diesen Vers. Ich sage nur, Lehrers Kinder, Pfarrers Vieh, gedeihen selten oder nie. Benjamin von Stuttgart-Mahre, Ihr Vater Pfarrer, Mutter Lehrerin und sehr musikalisch. Sie waren eigentlich, schon der Name klingt so gutbürgerlich, Benjamin von Stuttgart. Ja, zu Unrecht. Mare. Ja. So eine heile Denken Welt. Denken die Leute immer, wo ist denn euer Schloss? Und so. Ja, sowas. Ja. Das klingt alles so ganz geordnet, wie ihr Leben so anfing. Sie haben auch im Kinderchor gesungen und Sie haben Instrumente gespielt. Wann fing denn die... Unordnung und frühes Leid, da geht's ja los. Ich wollte gerade mal, wann ging denn die Welt zum ersten Mal so richtig auf Ihre Nerven? Ich glaube, das war umgekehrt. Also, ja, das könnte ich mir irgendwie auch vorstellen. Aber so direkt wollte ich nicht fragen. Ja. Naja, es beginnt mit Zumutung. Ne? Die erste ist man selber und ab dann fängt man an, ein Bewusstsein zu entwickeln. Und da waren Sie ungefähr in welchem Alter? Naja, das ist jetzt kitschig. Ich weiß das nicht mehr. Meine erste Erinnerung ist, da war ich, glaube ich, 3 und saß an einem Gitter, das weiß ich noch ganz genau, in Brinkum an der Kirche und habe gespielt, die Kirche sei mein Traktor. Das ist, hat schon vielen Therapeuten Rätsel aufgegeben. Ich wollte das hier mal in die Runde werfen. Alida, vielleicht. Das ist meine erste Erinnerung. Alles andere ist sozusagen Fälschung, weil man Super-8-Filme im Kopf hat, aber ja keine Erinnerung. Über sich selber? Ja. Die Super-8-Filme, genau. Ja, ja. Die sind dann hinterher noch farbig angemalt. Den legendärsten der Familie, da spielt leider mein Bruder die Hauptrolle, der heißt Teekanne in der Familie. Da hat mein Bruder... läuft nackt in einem Schwimmbad mit einer Kanne immer wieder zum Schwimmbecken, macht Wasser rein und rennt so, die Kanne leert sich, er merkt das nicht, rennt begeistert zurück zur Wolldecke und guckt, es leer, rennt wieder zurück. Das gucken wir uns, wie bitte? Wie alt ist Ihr Bruder da? 30. Ich hatte getrennte Eltern, also ich habe noch einen Bruder und meine Mom. Und wir wurden zu Hause in Den Haag die drei von der Tankstelle genannt. War eine sturmfreie Bude. Ich hatte eine super Mutter, die ganz modern war. Und sie sagte, Rob, was willst du? Willst du weiter studieren? Ich sagte, nee, ich will was anderes. Ja. Sagt sie, also musst du an auf ein Schiff und geh um die Welt. Bleib nicht hier in Holland, dieses kleine Moorteich. Geh weg. Und dann bin ich gegangen, 2,5 Jahre, und wurde dann angeheuert, wie du sagst, als Bellboy. Und Bellboy bedeutete, dass man nur die Frühstücken in den Kabinen der Honeymooners bringen musste.
Und das ging natürlich regelmäßig schief. Komme ich auf falsche Momente rein, wurde dann, braucht man gar nicht zu beschreiben, und wurde dann platziert in der Lounge, im Cocktail-Lounge, und da musste man mit schweren Tabletten, musste man, das war damals in den 60ern, weißt du, zum Beispiel Cocktails und Dipsoßen, ne, waren damals völlig in. Und das musste dann auf, das war in, also Dipsoßen mit Garnelen, und da waren dann lange Piekser dabei. Und dann stand man da, dann musste man das pieksen, und dann saßen die Frauen erster Klasse, das war damals mit hochtopierten Frisuren und noch mit Chiffonschalen an einer Seite, saßen die alle an Bord, und dann lief ein junger Liedermann da durch. So. Und hat man mit einem Piekser, hat man so, und dann auf einmal natürlich ausgerechnet, es ist echt passiert, dann drehte die Garnele so auf der Pizza, ja, saß nicht fest und rums. Und dann habe ich ein Serviette genommen, und nehmen Sie mich nicht übel. Also dann habe ich so gefragt, also muss alles erzählen, was machen Sie denn da? Oder wurde ich bei einem Pörser gerufen und er sagte, seit wann grabschen Sie in den Busen meine erste Klasse Passagier? Und dann wurde ich, dann sagte er, was können Sie überhaupt? Und habe ich gesagt, ich kann ein bisschen Klavier spielen. Na, da fehlt noch, sagt er. Gespielt. Und damals war Sherry in, man trank Sherry nicht, und Vermut und so, solche Sachen, und da bekam man einen Tipp an Bord. Da-da-di-da-da, Charmaine, da-da-di-da-da, guten Abend, da-da-di-da-da, haben wir gespielt. Und Sherry, und hatte ich so eine große, so ein Ficus, das ist so ein, kennen Sie das, so Sansevieri und so. Diese 50er-Jahren-Pflanzen, nee. Ja, das sind Gummipflanzen, man nennt sie hier, glaube ich, Schwiegermutterzungen, so sind sie jetzt. Ja, und ich stand dann neben mir und habe ich eben das Glas, da, Prost, also weg. Ne? Und das wurde dann aufgeschrieben. Und dann nach so einem Monat hatte man natürlich viel Tipp. Und das habe ich nach Hause geschickt, damit mein Bruder studieren konnte und meine Mom auch noch was hatte. Das war lustig, die Zeit. Dein Sohn ist, glaube ich, mittlerweile 9 Jahre alt. Mhm. Und als der Kleine geboren worden ist, hast du gesagt, ich will mich jetzt mehr um meine Familie kümmern. Wie funktioniert das? Das funktionierte super. Als unser Hund gestorben ist. Oh. Nein, ich meinte von der Organisation, weil Hunde sind schwierig, auch jetzt die Reiserei nächstes Jahr, weil ein Hund ist natürlich ein Thema, was bei uns auch, gerade mit einem 9-Jährigen, der unbedingt einen haben will, aber wenn man dann sagt, man ist ein halbes Jahr irgendwo in Südafrika oder sonst wo, wie macht man das? Das ist schwierig, und mit ihm ging das toll, bis er in der Schule war. Mhm. Natürlich in dem Moment, wo er in die Schule ist und wo die Zeiten das vorgeben, da wird es dann alles schwierig. Und aber ich glaube, ganz ehrlich, da wird oft so darüber diskutiert, jede alleinerziehende Krankenschwester hat da mehr Probleme. Ja. Auch wenn meine Frau nächstes Jahr in der Zeit, wo ich weg bin, die sehr viel mehr wieder dreht, dann wird man jemanden holen, der uns hilft, und in der Familie Babysitter. Also man kriegt das alles organisiert, aber man kann das machen. Also es gibt wirklich viele Leute, die ich sehr viel mehr bewundern, die das machen. Und so eine Familie großzuziehen, haben vor uns auch schon ein paar Leute gemacht. Und ich glaube, bei allem ist es so, dass ich glaube, die Qualität der Zeit, die man verbringt mit Kindern, ist sehr viel wichtiger als die Quantität. Wer abnimmt, hat mehr Platz im Leben. Das ist richtig, ja. Das stimmt. Ist aber wieder enger geworden bei ist Ihnen. Ist verdammt eng geworden, ja. Das ist dieser Jojo-Effekt, der einen immer wieder antrifft. Aber wir haben jetzt wieder Frühling. Das heißt, die Möglichkeit ist wieder da, mal wieder laufen. Nochmal in dem Buch zu blättern. Ja, ich muss immer ab und zu mein Buch selber lesen. Ja. Weil das hat ja auch wirklich funktioniert. Ich hatte gewaltig abgenommen. Ja, aber dann hört man wieder zwischendurch auf zu rauchen. Dann nimmt man wieder zu und dann... Ich wollte Sie jetzt auch gar nicht foppen, sondern ich wollte auch da wissen, wie Ihre Frau damit umgeht. Ne? Also Sie sind ja auch ein sehr extrovertierter Mensch. Ja, das haben wir ja zusammen gemacht. Wir haben ja beide gesagt, wir nehmen jetzt mal in Ruhe ab. Dann haben wir beide sehr stark abgenommen. Ich 30, meine Frau 20 Kilo. Und dann haben wir beide wieder zugenommen. Jetzt hauen Sie Ihre Frau aber in die Pfanne. Nein, überhaupt nicht. Die Frau hat in Ruhe zugenommen? Ja, und ich hektisch. Ja. Da geht's doch einigermaßen. Nein, das machen wir dann das schon zusammen. Ja? Also wenn wir uns gerade gut ernähren, machen wir das zusammen. Und wenn wir sagen, jetzt haben wir Lust auf Pizza, dann machen wir das auch zusammen. Also ich möchte schon ein bisschen mehr gelobt werden. Wenn wir jetzt mal gerade so privat sprechen. Genau. Da könnte schon mehr kommen. Hey, klasse. Ja, aber was er gerade... Ich lobe ja auch auf eine Weise, die du nicht so merkst. Ja, das ist ja das Problem. Hier haben wir. Hier sind wir mitten im Problem. Nein, aber was Sie eben gesagt haben, ob sie wieder umdekoriert hat, ob es wirklich meine Wohnung ist. Sie haben ja ein Talent. Sie sind nicht nur sozusagen
von der Wissenschaft her Kunsthistorikerin, sondern sie nehmen sich alle möglichen Dinge und gestalten sie um und arbeiten sie unauffällig bis auffällig in ihre gemeinsame Wohnstadt ein. Stimmt. Ich war sehr fasziniert, als ich ein Bild gesehen habe, wir werden es auch gleich abrufen, dass sie Alltagsgegenständen ein neues Gesicht geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie haben beispielsweise aus einem Wischmopp, also so ein normales Ding, mit dem man den Boden wischt, aus Wisch, wie ist der Plural von Mopp? Das habe ich lange nachgedacht. Ja, eigentlich Möpse, aber in dem Fall ganz langweilig Mops. Da. Wischmops. Da hängen drei Wischmops nebeneinander und bilden plötzlich eine dekorative, innovative Leuchtgestaltungsmöglichkeit, wie auch immer. Und da könnte ich mir vorstellen, wenn zwei Menschen, die beide erwachsen sind, die beide Kinder haben, zusammenziehen, dass sie auch gelegentlich an ihre Grenzen stoßen. Ich finde alles toll, was sie macht. Und ich habe damit überhaupt kein Problem. Manchmal da... Ja, es hat gemerkt. Man muss nur mal drüber reden. Nein, aber ich finde es wirklich unheimlich schön, weil diese Mischung, da sind dann auch noch irgendwelche Biedermeier-Möbel aus der Familie gelandet und zwischen High and Low und teuer und nicht so teuer und wichtig und nicht so wichtig und beiläufig, finde ich genau richtig. Und das entspricht unserem Alltag auch. Und deswegen ist dieses Durcheinander herrlich. Ich glaube, relativ viele Menschen haben irgendwie bedauert zu lesen, Joy Dinalani hat sich von Max Herre getrennt oder umgekehrt, die beiden haben sich getrennt, weil es ist ein tolles Musikerpaar und übrigens ein sehr schönes Paar. Und dann plötzlich kam raus, die sind wieder zusammen und haben sich wieder sehr viele gefreut. Mhm. Das, so einen zweiten Anlauf, geht man den viel bewusster an und ein als den ersten? Naja, den ersten Anlauf, den geht man ja nicht bewusst an im Sinne von, ich überlege mir jetzt mal, wie da ist mich... Suchtpotenzial. Es ist ja einfach eine Chemie, die stimmt anscheinend und dann überlegt man nicht lange. Also da hat man ja diese Erfahrung auch noch nicht gesammelt miteinander, sondern da lässt man sich sofort ein auf etwas, was einen anspricht. Und insofern ist jetzt vielleicht die erste Überlegung, die man dann anstellt, nach so einer Phase oder nach so einer Trennung, dass man sich genau überlegt, also, oder genau hinguckt, wo muss man jetzt drauf achten? Was macht man jetzt besser? Und so weiter. Und? Geht's? Ja, es geht. Was hat, aus der ersten Phase sind ja zwei Jungen entstanden. Ja. Die sind mittlerweile 10 und... Und 7. Also die werden jetzt gleich um die Ecke 11 und 8. Was haben denn die beiden gesagt, als sie denen wie auch immer verkündet haben, wir sind wieder zusammen? Ja, das ist ja jetzt nicht so, dass man sich das vorstellen muss, dass man am Tisch sitzt und jetzt ist der Tag... an dem man es verkündet, sondern es hatte sich eingespielt, so langsam eingeschlichen und sie sind da genauso mit reingewachsen wie wir. Aber Kinder sind neugierig und fragen. Ja, vielleicht sind Kinder in dem Moment nicht so. Sie sind bestimmt neugierig, aber vielleicht sind die dann, vielleicht halten sie sich dann doch eher zurück, weil sie auch nicht den Teufel an die Wand malen wollen. Vielleicht wollen sie auch nicht genau wissen, warum die Eltern sich jetzt gut verstehen, weil sie Angst vor einer enttäuschenden Antwort haben oder so. Insofern, sie sind da genauso mit reingerutscht wie wir und dann waren wir... Einfach alle wieder. Ja! Nochmal Honeymoon. Ihre Eltern leben heute noch in Südafrika und sie haben 3 Töchter. Ja. 2 sind schon nach Europa gegangen. Ja. Ich meine, fühlen die sich allein gelassen? Nein, sie kommt gleich. Eine Schwester, die, ja, sie kommt. Nein, die Eltern, die sind super glücklich, dass wir in Deutschland sind. Ne? Und solange sie in Afrika bleiben können. Ja. Nein, also, die haben immer ein bisschen Angst in Südafrika und wie wäre es mit unseren Kindern und so weiter. Und wenn wir hier sind, die sehen, dass wir machen viel, wir sind jetzt nicht faul, wir machen beide unsere Karriere. Und es ist natürlich eine Distanz da, was weh tun. Also jetzt ist immer schlimmer, weil die Eltern werden älter, man merkt, die sind krank oder sonst was, das tut ja schon weh, weil man kann nicht auf die aufpassen. Aber die sehen einfach, dass wir versuchen, die Zeit, wenn die hier sind, wirklich zu genießen und mit denen zusammen zu sein und uns öfters zu sehen. Es ist nicht leicht, aber Deutschland tut uns gut und ich glaube, wenn das uns gut tut, dann tut es Eltern gut, dann sind alle wieder glücklich. Ja, ich weiß noch, dass meine Uroma das hatte. Meine Uroma hatte so, die konnte oben und unten, konnte die rausmachen. Und dann kam das in so ein Glas und dann hat die immer, die hatte so ein, die kam aus Oberschlesien, auch meine Uroma. Ja, bitte, ich will sie noch einmal hören, bitte. Komm, du weißt genau. Die hatte so ein Dutt immer, so einen grauen Dutt. Und dann hat die abends sich, das werde ich nie vergessen, die schönste Kindheitserinnerung. Ich durfte dann bei ihr im Bett schlafen, bei der Uroma. Und dann hat sie ein Nachthemd angezogen, hat Bettschuhe
gestrickte Bettschuhe angehabt. Da hatte ich auch ein paar, dann habe ich mir auch welche angezogen. Dann hat sie diesen Dutt aufgemacht und hatte ganz lange weiße Haare. Toll. Und dann hat sie die Zähne rausgemacht. Und das war das Einzige, was ich nicht konnte. Weiß. Und da war ich sehr... Also ich fand das toll, dass man nachts seine Zähne... Ich weiß noch, dass das Kind... Ich fand das super, ich wollte das auch gern. Wie hat sie geredet? Ich will es noch einmal hören. Ich höre das so gern. Ja, auch super viele Leute. Die Oma hat immer gesagt, no, da legst du dich schön ins Bett, machen wir ein bisschen Popiechcic. Als Sie, liebe Margot Hellwig, vor gut 2 Jahren im Kölner Treff gewesen sind, mit Ihrer Mutter, war es eigentlich so wie immer. Weil in Ihrem Leben haben Sie so viel öffentlich mit Ihrer Mutter zusammen gemacht. Und leider ist Ihre Mutter verstorben, aber doch im Alter von 90 Jahren. Jetzt kommen Sie plötzlich alleine an Orte, die Sie kennen. Ist das dann jedes Mal schwer? Es ist sehr schwer, weil ja viele Erinnerungen wieder hochkommen. Aber es sind glücklicherweise immer schöne Dinge, an die man sich erinnert. Und wenn ich jetzt weiß, wie wir bei Ihnen waren, da hat die Mami hinterher noch so viel Spaß gehabt. Und dann haben wir die Sendung noch mal uns angeschaut, zu Hause auf der DVD. Und dann hat sie immer gesagt, Mai, ich war voll schon gut. Ja, war sie auch. Ja, jede Zeit hat ja auch spezielle Lebensläufe, die es in anderen Zeiten gar nicht geben kann. Ja. Und wenn ich daran denke, weil ich es natürlich auch nachgelesen habe und ich habe ja Ihre Mutter auch persönlich kennengelernt, ja, was das für ein Lebenslauf war. Ja. Sie wurden geboren, Ihr Vater war an der Front, er hat Sie nie gesehen, ja, er ist dann gefallen. Ihre Mutter musste sich alleine durchschlagen. Was war das Besondere, was Sie an Ihrer Mutter nicht nur als künstlerische Partnerin, sondern als Mensch so geschätzt haben? Die Kraft, immer wieder neu anzufangen und nie nach hinten zu schauen, was schiefgelaufen ist, was daneben gegangen ist oder was Schmerzliches im Leben war, sondern sie hat immer neu angefangen. Sie, bis zum Schluss war sie voller Ideen und wir wollten ja noch alles Mögliche unternehmen und auf Lieder singen. Und es ist halt nicht mehr dazu gekommen. Aber sie war eine absolut positive Frau und sie hat immer in allen Menschen auch das Gute gesehen. Ich habe den Eindruck, sie sind immer noch sehr stark fixiert. Das ist ungeheuer. Wenn ich von Mami rede, das, ich habe das Gefühl, sie ist neben mir. Ist sie ja vielleicht. Ich bestimmt. Ich habe ja im Geldbeutel, im Schminkkoffer, auf dem Nachtkastel, überall habe ich ihr Bild. Mein Mann ist sogar so großzügig, dass er erlaubt, dass wir in unserem gemeinsamen Schlafzimmer, dass eine Schwiegermutter am Nachtkastel hat. Meine Eltern haben keine Kunst gemacht, sondern sie haben Kunst gesammelt. Und es war insofern eine stehengebliebene Uhr, als dass sich dort Dinge befanden, die in den 20 Jahren, die ich in meinem Elternhaus lebte, bevor ich von Kiel nach München gezogen bin, alle an ihrem Ort stehen geblieben sind. Und als schließlich nach dem Tod meiner Mutter wir 3 Kinder das Elternhaus auflösten, entdeckten wir, dass zum Beispiel die Tapeten um die Möbel herum tapeziert worden sind. Das heißt, der Barockschrank verschwand, wurde auf eine Auktion gegeben und ich konnte bei genauerem Hinsehen entdecken, dass 4, 5 Schichten Tapeten übereinander waren. Wir sind also von den vom Jahr vielleicht 2002 in die 90er, 80er, 70er, 50er Jahre zurückgewandert. Archäologie quasi. Ja, genau. Ja, das ist eine familiäre Archäologie. Deine Eltern waren sehr, sehr lange verheiratet. Ja. Dein Vater ist in diesem Jahr ganz plötzlich verstorben. Genau. Im Januar. Und ja, zwar nicht von heute auf morgen. Aber ihr wusstet, es ist eine Diagnose, eine schlimme Diagnose. Er wird das nicht überleben. Aber es waren 5 Wochen Zeit. Genau. Wie gehe ich? Wir haben gerade ein Bild, ein Foto. Und ich fand das ganz, ganz beeindruckend in der Probe, als ich es gesehen habe. Da habe ich mir gedacht, boah, das ist, von dem geht fast schon eine Aura aus. Ja. Nur von diesem Foto, was man eben gesehen hat. Viele, die ihn kennengelernt haben. Also er konnte schon in den Raum kommen. Und eigentlich war er der Schauspieler. Es war schon ist ein toller Mensch gewesen, toller Charakter, einfach sehr weltoffen, musste immer viel reisen, hat uns auch überall mit hingenommen, hat uns gelehrt, keine Angst zu haben vor der Fremde. Und, kommst du stark auf ihn? Ja. Also das Gute ist, ich bin Stier-Aszendent Waage und meine Mutter ist Stier und mein Vater Waage. Also ich habe sozusagen von beiden eigentlich eine gute Portion mitbekommen. Ich weiß nicht, wie schwer es dir fällt, darüber zu reden, aber konntest du dich in der Zeit, die euch geblieben ist, 5 Wochen bis zu seinem Tod, konntest du dich so verabschieden, dass du hinterher gesagt hast, es war jetzt gut? Ja. Ging das? Ja, das ging gut.
Ich wollte trotzdem noch, mir ist aufgefallen, ich gehe davon weg, weil ich habe eben angefangen mit diesen Wendungen, die dein Leben genommen hat. Und ich habe gelesen, dein Vater war erst Schreiner, dann hat er einen Kiosk aufgemacht, dann hat er eine Hausbrauerei aufgemacht. Der traute sich auch immer was. Ja, stimmt. Das heißt, das ist so eine, sozusagen so eine von Familientradition oder so eine Vater-Tochter-Linie, die sich durchsetzt. Sehr selbstbewusst auf jeden Fall, was mir immer stark imponiert hat. Und er konnte die Menschen wirklich von dem, was er glaubte, auch er konnte sie überzeugen, also gerade mit dieser Hausbrauerei, vielen Dank, von der Hausbrauerei überzeugen. Er ist dann wirklich jeden Tag in die Bank und hat gesagt, so, da ist das Konzept. Und dann hat er sich einen Bus voll mit Bankern geschnappt und ist durch ganz Deutschland gefahren und hat ihnen Hausbrauereien gezeigt und hat dann wieder jeden Tag in der Bank gestanden und hat gesagt, wir müssen das machen. Das ist ein gutes Konzept und dann ist das tatsächlich. Und dann hat er diesen wirklich sehr hohen Kredit bekommen. Und das Ding ist seit 23 Jahren offen, unsere Hausbrauerei, und läuft gut. Und wir haben tolle Angestellte und haben, glaube ich, so der Stadt, die Stadt wirklich bereichert damit. Noch eine Frage zu ihm. Hat er Humor? Oh ja. Ja. Mein Vater war ein lebenslustiger, ein Urgestein, westfälisches Urgestein, liebte das Leben. Und der war so eine Inbrunst von Lebenslust. Der, schöner ging es gar nicht. Was hast du von dem? Bitte? Ich glaube, diese Lebensfreude, ja. Ja. Der fand das Leben grundsätzlich wunderbar. Obwohl es ihm auch schlecht ergangen ist im Krieg, ihm fehlte... Mein Vater hat als erstes seinen Vater verloren mit 4 Jahren. Der war Bergwerksdirektor in Büren. Und da war ein Gaseinbruch in der Grube und ist mit seiner Mutter dahin gegangen. Und mein Großvater musste als erster runter und war sofort tot. Mein Vater stand oben an der Grube, als kleiner Junge. Und dann hat er seinen Arm in Stalingrad verloren. Aber fand das Leben gigantisch. Der kam morgens runter, sagte, dass einer allein so gut aussehen kann wie ich, ist ungewöhnlich. Ist auch nicht ganz fair. Und er war relativ dick, hatte nur einen Arm, ging auch am Strand mit so einem Beefeater. Uns war der extrem peinlich, aber er fand sich bildschön. So muss das sein. Er fand sich unfassbar schön, er war unglaublich charmant. Ich wusste auch bis 7 gar nicht, dass der nur einen Arm hat, das merkte man gar nicht. Der hatte eine solche Präsenz gehabt und eine solche, ja, charmante, respektvolle, demütige, er war ein klasse Typ, war unheimlich heiter und von dem habe ich, glaube ich, dieses etwas nervig lebensfrohe. Ihre Mutter hat sich vor ungefähr gut 2 Jahren, 2014, auch verabschiedet und Ihre Mutter hat zu Ihnen gesagt, hör endlich auf, der Clown zu sein. Das hat sie am Ende ihres Lebens, ich habe das Zitat extra wörtlich aufgeschrieben, das hat sie am Ende ihres Lebens zu Ihnen gesagt. Und das ist ja etwas, was wahrscheinlich gesessen hat. Sie sind ja kein Clown, aber Sie sind auch durch Ihre heitere Art wahnsinnig erfolgreich geworden. Was wollte Ihnen Ihre Mutter damit auf den Weg geben? Also erstmal hat mich das komplett umgehauen. Das hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggehauen. Das war schlimmer wie Schläge. Weil dieses Lustigsein, auch auf der Bühne, war immer mein Allheilmittel für alles. Ich war in der Schule der Lustigste. Warum? Dann konnte ich zu den Großen und Starken gehen, ohne dass die mich verprügeln. Ich konnte zu den Hässlichen, angeblich Hässlichen und Dicken gehen, ohne dass ich dazugehören musste. Der Clown ist überall, in jeder Gesellschaftsschicht ist der akzeptiert. Meine Schicksalsschläge, Verlust des Kindes, da war ich nachher der Lustige, damit die Menschen sich wieder trauen, mit mir überhaupt zu reden. Als ich im Krankenhaus lag, du liegst da, hast den Gehirnschlag und wer sitzt da im Bett? Deine Freunde und die heulen. Ja, herzlichen Glückwunsch, die sollen nicht heulen, die sollen mich hier aufbauen. Also was habe ich gemacht? Ich habe Blödsinn im Bett gemacht, damit die lachen. Ja, also im Prinzip habe ich die getröstet und habe gesagt, wird schon wieder. Ja, das heißt, das war meine Waffe. So, und jetzt liegt meine Mutter da im Krankenhaus. Und Endstadium Krebs, das ging ja alles rasend schnell. Und natürlich bin ich jeden Tag da reingegangen, weil ich ja doch nicht wahrhaben wollte. Für mich war ganz klar, meine Mama wird 95, fällt vom Fahrrad, weil sie gerade mit jemand schimpft. So, da habe ich nicht mit gerechnet. Und dann komme ich natürlich ins Krankenhaus rein mit Stapel, mit Katalogen und sage, du, wir machen Venedig, wir machen dieses, wir machen jenes. Und weil diese Geräte immer nur piepsten und diese grausamen Geräusche im Krankenhaus, habe ich ihren CD-Player mitgebracht mit lustigen Hörspielen und komme rein und mache wie üblich meinen Blödsinn, um sie aufzuheitern. Und dann sagt sie mir sehr hart, mein Sohn, es ist Zeit aufzuhören, dass du der Clown bist. Ich ertrage diesen Spaß nicht mehr. Und das war für mich, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist ganz schlimm.
Sie haben damit ja wurde meine Lebensgrundlage. Sie haben es ja auch beschrieben. Sie haben ja dann selber gesagt in dem Buch, mir wurde in dem Moment oder als ich darüber nachdachte, klar, dass mit meiner Liebe zu meiner Mutter irgendwas nicht stimmte. Ja. Das heißt, da ging irgendwas auch aneinander vorbei. Das war nicht echt. Das war nicht wahr. Ich liebe meine Mutter, aber ich muss dabei sagen, ich versuche es so zu erklären, die 2,5 Monate, weil es ging ja rasend schnell, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich 2,5 Monate Urlaub hatte. Die habe ich mir jahrzehntelang gewünscht und ich habe sie mir genommen. Aber am ersten Tag des Urlaubs ruft sie an und hat den Tumor gefunden. Und am vorletzten Urlaubstag ist sie in meinem Arm eingeschlafen. Die 2,5 Monate war ich mit ihr fast ausschließlich zusammen. Ich habe auch die letzten Tage dann mit ihr im Krankenhauszimmer geschlafen. In der Zeit hätte ich gerne noch viel mehr erfahren. War aber nicht mehr möglich, weil das habe ich versäumt in meinem Leben, wie wir alle wahrscheinlich versäumen, mal nachzufragen, was hast du eigentlich erlebt im Leben? Wie war deine Schule? Wie war das? Absolut, ja, natürlich, klar. Es gibt immer kleinere Familiengeheimnisse, oder kleine Geschichten, die verschüttet sind, die einem nicht erzählt werden, die einem anschließend dann fehlen, wie einem auffällt. Mir fehlt eine ganze Menge Zeug. Ja. Und ich frage mich immer, ist das, jetzt ist vielleicht wahrscheinlich, ich schalte dann immer auf trotzig und sage, jetzt brauche ich die Information auch nicht mehr. Mhm. Das ist halt wie mit meinem Vater. Also mein Vater war eigentlich mein Stiefvater und da bin ich aber nicht so hintergestiegen. Das ist mir so nicht kommuniziert worden, wie man neudeutsch sagt. Ich bin dann von selbst irgendwie hintergestiegen. Ich hätte gerne mal darüber geredet. Nee. Sie haben mir das ja vorher erzählt. Sie haben erst vor kurzem, als Ihr Stiefvater gestorben ist, haben Sie überhaupt erst erfahren durch seinen Nachlass. Das hatte ich vorher schon, dann hast du es mal auf Papier. Und das ist halt solche Sachen. Das kreide ich aber niemandem an. Vielleicht doch Ihre Mutter, weil Ihre Mutter hat Ihnen das auch sagen können. Ich kreide meiner Mutter gar nichts an. Also ich versuche das zu vermeiden. Das ist genau wie mit den Sprüchen, dann zu sagen, hör auf, der Clown zu sein. Ich meine das jetzt nicht böse oder abwertend. Und ich will die Dramatik dieses Moments auch nicht zerstören. Aber Mütter reden auch mal viel Quatsch, weißt du? Weil das ist echt so, ich meine nicht böse, aber es ist so. Nein, weißt du, was du meinst? Ja. Das Zimmer räumt sich nicht von alleine auf. Ja, danke schön. Ja. So, das ist. Meine Mutter hat immer gesagt, bring doch einmal im Leben irgendwas zu Ende. Ist als Auskunft auch ein bisschen global offen gestanden. Und das, manchmal sind solche Sachen, und wenn die gefärbt sind durch Schmerz und Angst und das Gefühl der Endlichkeit, dann kommt da schon mal ein bisschen größerer Käse raus als sonst. Aber ich wollte nicht unterbrechen. Aber das ist interessant, dass er sich dann in den Trotz flüchtet und Horst Lichter ging dann weiter und wollte wissen, was hat das eigentlich, was macht das mit mir? Und hat dann versucht aufzurollen. Ja, ich habe danach, also nach diesen 2,5 Monaten, ernsthaft mein Leben auf den Prüfstand gestellt und habe gesagt, so. Jetzt musst du ernsthaft mal über alles nachdenken. Über meine Fehler, was habe ich mit meinen Kindern falsch gemacht? Weil ich habe es genauso gemacht wie mein Vater auch. Rund um die Uhr malocht, 1000 Jobs, damit alles gut ist. Und du hast die Kinder groß werden lassen, ohne dass du wirklich dabei warst. Gott sei Dank geben sie mir das Gefühl, dass sie mich genauso lieben, wie ich meinen Vater liebe, auch wenn er keine Zeit für mich hatte, davon abgesehen. Aber ich habe ernsthaft beschlossen, so, jetzt mache ich all die Dinge nicht mehr, wo ich mit hadere. Die mir teilweise schwerfallen. Es war aber ein ganz langer Kampf, dass ich auch wieder lachen kann. Also ernsthaft lachen kann. Dafür denke ich heute eigentlich täglich an Mutter und an Vater. Weil Vater vermisse ich jeden Tag mehr, desto länger er tot ist. Weil ich hätte auch so gerne gehabt wie du, dass die das einfach miterleben. Leck mir mal, was hätte mein Vater gesagt? Damals kannten die ja nur einen Harald Juncker, einen Peter Alexander, die Größten der Großen, die waren im Fernsehen. Aber doch kein kleiner Kacke aus einem Kuhdorf, der Koch gelernt hat. Was hat der da verloren? Ja? Der kann ja noch nicht mal richtig Deutsch. Und meine Mutter wird ja auch für mich nicht heiliger durch diese 2,5 Monate. Die haben mich nur wach werden lassen. Meine Mama ist total stolz. Also mein Papa ist es bestimmt jetzt im Himmel immer noch, aber meine Mama, die ruft mich auch jedes Mal, wenn sie was gesehen hat, selbst eine Wiederholung, die vor 4 Jahren schon eigentlich lief, ruft sie mich an, ey, ich habe schon wieder was gesehen. Da habe ich gesagt, ja, wann denn? Um 1.15 Uhr kam noch was. Also sie bleibt auch wach und sammelt halt das, was sie in der Region, da ist richtig, meine Mama ist 72, sieht aus wie 50, also sieht geil aus, sieht toll aus. Der stolze Sohn. Ist eine ganz liebe Mama und ich bin auch froh, dass ich sie habe. Auf jeden Fall waren Sie ein ganz, ganz schwieriger Sohn, zeitweise, vor allen Dingen auch für Ihren Vater. Und was hatten Sie gegen den?
Ich hatte gar nichts gegen den. Ich hatte was, das habe ich immer noch was gegen bestimmte Art der Obrigkeit, gegen Beamtenschimmel, gegen dieses keine Ahnung, ich würde jetzt gar nicht auf die Bürgerlichkeit schimpfen, aber dieses, ich tue nur meine Pflicht, diese Haltung, dieses, das gab es früher nicht, das haben wir früher auch nicht gemacht, das muss man so machen. Alle diese Haltungen sind mir fremd, immer noch, nach wie vor, die machen mich immer noch rasend. Und die will ich auch bei meinen Kindern gar nicht sehen, sondern die wollen, müssen halt Dinge machen aus sich heraus, verstehen, warum sie Dinge machen, nicht, weil man die macht. Ich will jetzt nicht sagen, die rote Ampel ist dafür da, dass wenn ein Auto kommt, das mich schützt. Wenn kein Auto kommt und kein Kind da ist, warum gehe ich nicht? So, ne? Weil mir kalt ist. Und das ich sage nur, solche Beispiele, also immer auch Dinge in Frage zu stellen. Und das hat natürlich diese Schule, vielleicht aber auch mein Elternhaus, das ist ja mal eine Verbindung von beiden, diese Erziehung zur Freiheit war mir schon sehr wichtig. Naja, ihr Vater war Berufssoldat. Das ist, ja, glaube ich, für einen jungen Rebellen eine gute Angriffsfläche. Aber schon dann nicht mehr. Aber der war eben ohne Vater aufgewachsen. Der wollte alles richtig machen. Der wollte natürlich, willst du jetzt auch, sehe ich, dass meine Kinder so noch klein, ich habe gut reden, dir eine Struktur geben. Kinder wollen Struktur, die wollen Rahmen und sich innerhalb dieses Rahmens ausprobieren. Und diesen Rahmen gibst du vor. Ne, also einfach nur laufen zu lassen, ist keine Erziehungsmöglichkeit, ne, sondern das ist einfach sich gehen lassen oder eine Aufgabe der Erziehung. Und deswegen habe ich mich mit ihm gerieben, weil wir uns vielleicht auch so ähnlich waren. Er war ja auch mein Seelenverwandter, mein bester Freund nachher trotzdem. Und vielleicht reibst du dich am meisten mit dem, der am ähnlichsten ist. Sie beide stammen aus berühmten Künstlerfamilien. Wie prägt das im jeweiligen Fall? Wie hat sie das geprägt? War immer klar, dass sie diese Laufbahn einschlagen werden? Nein, also ich wollte Maler werden, Comiczeichner ganz lange. Aber als ich merkte, dass ich zu faul bin, mir bestimmte Dinge anzueignen in diesem Fach, wusste ich auch, dass das Quatsch ist. Und dann war ich ja auch lange Schauspieler, bis ich dann, also das war nicht zwangsläufig. Also mein Vater hat natürlich, ich kann mich noch an das erste Telefonat erinnern, meine Mutter war dran und ja, Mutti, ich habe jetzt doch, also ich denke, ich gehe doch auf die Ernst Busch und so. Und dann kam es von hinten, was hat er gesagt? Irgendwie, ja, er will jetzt Schauspieler werden. Und dann kam es von hinten, was will er denn da spielen mit der Nase? So, also er war nicht unbedingt erfreut darüber. Wie war das denn bei Ihnen, Ben? Sie kommen aus einer Familie, Mutter bis in die weiteren Generationen hinein, Schauspieler, Sänger. Mhm. Ich glaube, ein Onkel war sogar im Kölner Karneval. Später hat er mir sehr geholfen, muss ich noch dazu sagen. Ja. Und zwei Väter. Johnny Buchart, ja. Der war in Köln damals, glaube ich, eine ziemliche Nummer, ja. Der war sehr bekannt hier. Und zwei Väter, die Sie geprägt haben? Mein Onkel, Johnny Buchart. Meine Oma war Claire Schlichting, Komikerin. Und dann zwei Väter. Aha. Also meine Mutter Schauspielerin, Papa Rolf Becker Schauspieler, Otto Sander. Und also ich habe eigentlich nichts anderes gelernt. Ich hatte für Mathematik, Chemie oder Physik einfach nie was übrig. Ja? Ich scheiße auf meine Abrechnung. Hauptsache, der Schornstein raucht. Ja, ich gehe da raus. Das ist so. Ich kann nichts anderes. Und es war auch nie, als Kind wollte ich immer Clown werden. Und mittlerweile sage ich, das bin ich ja jetzt. Letztlich. Ja, aber ein ernstzunehmender, hoffe ich. Herr Ander Hausmann, Sie haben vor einem Monat als Otto Sander, weil ich der große, große Schauspieler gestorben ist, haben Sie einen sehr persönlichen Nachruf geschrieben in der Bunten. Und haben ihn unter anderem genannt, einen letzten Lebemann. Wie haben Sie das eigentlich gemeint? Oh. Und Sie schlossen mit dem Satz oder mit der Frage, wer sagt uns jetzt, was gut ist? Ja, ich habe mich da natürlich auch ein bisschen mit gemeint und natürlich auch so meine Trauer, die auch noch nicht weg ist. Es dauert ja, man muss ja damit leben, auch was den Verlust mit meinem Vater betrifft. Das ist eben, ja, ich meine, wir haben ja jeden Tag telefoniert und haben den gleichen Humor gehabt und konnten uns eben verständigen, das kann man jetzt nicht mehr, das ist nicht mehr da. Jetzt müssen wir praktisch mit unseren Kindern telefonieren und diese Stellung einnehmen. Das ist die Scheiße. Ja, das ist. Auf einmal sind wir die Al Pacinos, wie ich sage. Also das ist irgendwie, der große Meister ist von Bord. Ja, der Walter Giller hat mir da einen Brief geschrieben, nun auch tot, und sagte, ja, Leander, jetzt bist du der Häuptling. Ja, und so weiter. Und das fand ich eigentlich einen ganz guten Satz. Und so ist es nun mal. Aber ja, schwer. Naja, klar, aber man muss. Ich finde es nicht einfach, das zu übernehmen. Aber es wird nicht einfacher. Ja, es wird ja nicht einfacher. Es ist sogar, es wird immer schlimmer. Ich fand es immer einfach, wenn man jemanden hat, an dem man sich lehnen kann. Oder an dem man sich halten kann oder gegen den man angehen kann. Oder wo man sagen kann, dir zeige ich jetzt noch mal, wie toll ich bin. Und auf einmal ist das nicht mehr da. Da habe ich aber ein Bild vor Augen, lieber Ben Becker, nämlich das Bild, dass Otto Sander, der nicht nur durch seine Stimme einzigartig war, auch durch sein Gesicht, durch seine Gestalt, ja schmächtig war. Mhm. Und Sie sind ja. Sie mittlerweile kräftig, ja. Ja, ich meine nicht dick, sondern ich meine wirklich. Zu lachen. Ja, nee, meinte ich nicht, sondern so. Und Sie sagen, man konnte sich an ihn anlehnen. Und ich glaube, Sie meinten das sogar wörtlich. Absolut. Ich meine das man so, kann wie wirklich ich das sagen, sage. Aber Otto, er war eine coole Socke. Wirklich. Er war wirklich cool. Ja, er war auch ein toller Vater. Ja, ja, klar. Er war einfach, und er war ein Vorbild, und er war jemand, der
ja, wo man, dem man zeigen wollte, dass man das auch kann. Mhm. Ja, und das war irgendwie auch so ein Antrieb, dem hinterherzulaufen und zu sagen, guck mal, das habe ich jetzt gemacht und jetzt habe ich das gemacht und bumm und so. Also jemand, an dem man sich reiben konnte und trotzdem eine Vorbild- und Vater- und Freundfigur. Und wenn die auf einmal wegfällt, steht man auf einmal alleine in weiter Flur. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, momentan noch nicht. Eigentlich so eine Wunschfamilie. Die zwei, die sich sehr lieben, das darf ich vorwegnehmen. Drei Kinder, einen Hund nicht zu vergessen. Und dann kommt plötzlich eine Diagnose einer ganz, ganz seltenen Krankheit, eines seltenen Gendefekts, dass die kleine Mari, die Zweitgeborene, behindert bleiben würde. Und zwar ihr Leben lang. Mhm. So eine Diagnose zu kriegen, das ist das sogenannte Angelman-Syndrom, das Happy-Puppet-Syndrom nennt man es auch. Wussten Sie, was sich dahinter verbirgt? Haben Sie da je von gehört? Nee, es war ja auch nicht plötzlich, sondern wir haben gemerkt, mit der Mari stimmt was nicht. Also die ist langsam in ihrer Entwicklung, sie dreht sich nicht, sie setzt sich nicht, sie macht, ist eben langsamer als andere Kinder, aber gibt es ganz oft. Ne? Also es gibt auch 1000 Geschichten von Nachbarn, deren Fußballtrainer, da war das genauso. Ne? Die ist ja, erst ja. Mit 3 ist er aufgestanden, ganze Sätze geredet, alles cool. Und auch im ersten SPZ, in dem wir waren, also diese krankenhausangebundenen Spezialkliniken, haben sie auch gesagt, ja, die ist einfach verzögert, jedes Kind hat seinen eigenen Rhythmus und alles cool. Ja, was heißt nicht alles cool, aber erst mal abwarten. Wie haben Sie als Mutter reagiert, als der Arzt Ihnen gesagt hat, ja, also man muss jetzt schon sagen, das wird Ihr Leben lang ein Problem sein? Also so direkt hat er es nicht gesagt und erst mal waren wir beide, also Glücksgefühle will ich nicht sagen, aber wir waren froh, dass wir endlich eine Antwort bekommen haben, weil wir natürlich von Arzt zu Arzt gerannt sind und immer hieß es wieder, ja, weiß nicht und warten Sie mal ab und es kann sein und immer schön diesen Optimismus behalten, den Sie haben und ja, dann waren wir natürlich erstmal froh, dass wir endlich was gehört haben und ja, sind dann ganz normal nach Hause gefahren. Es war auch alles entspannt, also entspannt in dem Sinne, wir waren halt irgendwie froh. Und dann hat André mich halt gefragt, ja, soll ich morgen arbeiten gehen oder meinst du, habe ich gesagt, so ein Quatsch. Also, wir haben es einfach nicht gerafft. Nee. Wirklich. Ja. Also kann man so sagen, also, wir haben es nicht verstanden, was da gerade passiert also, ist. Also was das auch für Folgen hat dann. Ne? Also ja. Klar sagt er einem, ja, sprechen wird vielleicht ein bisschen schwierig und so, aber dieser ganze Stein kommt dann erst ins Rollen und man kommt erst so stückchenweise. Das ist ein Prozess, der sich über Monate hinzieht und auch, glaube ich, jetzt sind wir immer noch also wir sind an einem guten Punkt angekommen, aber ich glaube, es kommen immer wieder Momente, wo man denkt, ach Mist, ja, also dieses Ausmaß wird einem erst langsam bewusst. Jetzt gab es so einen kleinen Rückschlag und zwar hat sie Epilepsie noch entwickelt. Also 3 von 4 Angelman-Kindern bekommen Epilepsie und sie hat es jetzt dummerweise auch entwickelt. Und am Sonntag, Montag waren wir an einem Punkt, dass wir uns überlegt haben, können wir heute Abend überhaupt hier hingehen, weil wir waren echt richtig am Boden, denn sie hat einen ganz starken Anfall gehabt, Medikamente bekommen und sie war eben nicht mehr die lächelnde, ja. Süße Mari. Und sie war ganz lethargisch und hat nicht mehr gelacht eben. Und, ja, die, also diese Medikamente, die sie bekommen, das sind halt ganz starke Medikamente. Also es ist jetzt nicht mal eine Paracetamol, die man einwirft, sondern die Kinder werden lethargisch, sitzen in der Ecke. Sie kann halt nicht sagen, Mama, mir tut was weh, aber sie hat den ganzen Tag so Stimmen von sich gegeben, die einen selber auch sehr depressiv machen, weil man sie einfach nicht abstellen kann, diese Stimmen. Wie reagiert denn der ältere Bruder darauf? Der ist ja jetzt 4. Ach, das ist die coolste Sau der Welt. Also das kann man wirklich nicht anders sagen. Der ist, das ist ja das Tolle. Also Kinder nehmen es einfach 1:1. So, und wir haben denen das erklärt. Klar, was willst du machen? Also sagst halt so ein Kind, die Mari, die ist halt was ganz Besonderes und die wird nie sprechen lernen, aber wir finden unseren Weg, wir machen ein bisschen Zeichensprache und so. Und da sagt er, okay. Cool, ja, alles klar. Und aber so ein interessanter Punkt ist hier, abgesehen davon, dass ich selber jetzt schon so ein Bild von Mari habe, wenn Sie erzählen, und auch von dem coolen Bruder, ist ja auch das Erstaunliche bei Ihnen, dass Sie sich gesucht und gefunden haben. Und haben die Familie ist das Wichtigste und wir wollen eine glückliche Familie sein. Und dann kommt so eine Nachricht, die doch einiges anders werden lässt. Mhm. Wie sind Sie als Paar damit umgegangen? Hat das irgendetwas bei Ihnen verändert? Garantiert. Also es gibt ja auch noch eine längere Entwicklung. Und zwar unser Sohn kam auch mit einer seltenen Krankheit zur Welt. Und der kam ohne Poloch zur Welt. Das ist eine sogenannte Analadresie.
und wurde dann sofort in die Kinderklinik überwiesen und operiert. Und die ersten 3 Monate haben wir auf einer Intensivstation verbracht. Und da haben wir gelernt. Also wir haben einerseits gelernt, mit Problemen umzugehen, als Paar zu funktionieren. Wenn der eine schwach ist, wird das Staffelholz abgegeben, der andere übernimmt. Und wir haben gerade auf dieser Station haben wir somit das Wichtigste gelernt, nämlich Demut. Also wir haben so viele Fälle gesehen, zu denen wir gesagt haben, mein Gott, das ist ja noch schlimmer. Also kann man Leid vergleichen, ist ja immer die große Frage, ja. Kann man Glück vergleichen, kann man nicht. Und wir haben da richtig Demut gelernt und dachten so, mein Gott, wir sind vielleicht noch ganz gut bestellt, weil das hier ist ein Ende abzusehen. Sie haben zumindest einen Vorteil, Sie haben ein klares Einkommen, Sie sind Schauspieler. Ich habe gut reden manchmal, das denke ich auch. Nein, ja. nicht gut reden, das ist ja natürlich auch ein Glück, dass es so ist. Ja. Ja. Und Sie haben sich ja ganz bewusst entschieden, ich möchte einfach Mutter sein. Ich möchte zu Hause sein, ich unterstütze meinen Mann, aber ich bin vor allen Dingen für die Kinder da. Ja, also ich habe das schon mit 10 oder mit 12 und 14 immer gesagt, eigentlich will ich gar nicht, heirate reich und will Kinder kriegen. Denn du warst Kelly Family Fan. Echt? Oh, darf ich kurz eine mega geile Verbindung, und das habe ich heute von meiner Frau nach so vielen Ehejahren, wie lange sind wir zusammen? Genau. heute im Auto auf der Hinfahrt hierhin hat sie mir gesagt, sie wollte immer als Kelly Family zu Mareike in die Show kommen. Ach ja. Nee, ja. Ja, das war ihr Traum als Kind, weil sie ist ja irgendwie ein paar Jahre neben älter. Neben Mutter zu werden, ja. Jünger Mann. Schafft. Ne? Ja. Ich habe ja noch nicht gesungen. Schafft, aber es kann auch kommen. Shari und André Dietz, klasse, dass Sie da sind. Vielen Dank. Alles Gute für die 3. Applaus